Hallo und herzlich willkommen zu unserem Livestream zur Sneak des neuen Objektivs 150-400. Mein Name ist Erik Scheuermann und ich habe einen speziellen Gast heute. Spezieller Gast, das klären wir vielleicht noch im Laufe der nächsten Stunde auf. Nils Häusler, der meine Wege auch schon seit knapp 25 Jahren kreuzt. Und deshalb werden wir hoffentlich einen sehr amüsanten Abend verleben. Damit aber alle natürlich wissen, um was es sich eigentlich hier handelt. Diese Sneak ist eigentlich eine Offline-Geschichte. Wir stellen alle Produkte im Fachhandel bei den Partnern direkt vor. Das heißt, Kollegen von uns sind dort vor Ort, wir sind teilweise vor Ort, ja. Und zeigen natürlich dann die neuen Geräte, die neuen Produkte, ob das eine Kamera, ob das ein Objektiv ist, und stehen dann immer vor Ort, Rede und Antwort. Dies geht zurzeit natürlich ein bisschen schlecht. Deshalb haben wir diese Online-Variante ins Leben gerufen. Und falls das nicht sichtbar ist, wir haben uns auch getrennt durch eine Plexiglasscheibe. Also auch hier keine Gefahr, es kann nichts passieren. Damit jetzt jeder weiß, wer hier überhaupt vor der Kamera sitzt, möchte ich ganz kurz den Nils bitten, sich mal vorzustellen. Eigentlich kennt ihn jeder, aber Nils, stell dich mal vor. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du überhaupt hier? Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Nils Häusler. Ich bin seit mittlerweile 30 Jahren bei Olympus. Bin zuständig für das technische Produktmanagement und die ganzen Trainings bei Olympus in Deutschland und Österreich. Teilweise helfe ich ein bisschen in der Schweiz aus und bin so der Ansprechpartner für die Leute aus dem Forum, für die Leute aus dem Handel, vom Vertrieb, die Journalisten, eigentlich für jeden. Und ich freue mich heute ganz besonders, meinen alten Weggefährten Erik wieder mal live, hier wirklich live in der Zeiten von Pandemie, ist das ein bisschen schwierig zu treffen und einen interessanten Abend zu haben und viele Fragen gestellt zu bekommen. Und ich freue mich auch nochmals, ein absolut geniales Produkt heute ankündigen und vorstellen zu dürfen. Jetzt zurück zu Erik. Okay, zurück zu mir. Das ist jetzt fast wie, als wäre es eine Fernschalte. Ist es aber nicht, wir sitzen ja direkt nebeneinander. Aber wir haben jahrelang Workshops und Trainings und vor allem Produktschulungen durchgeführt, auch sehr oft zu zweit. Deshalb nennt man uns auch teilweise Waldorf und Settler. Also die Muppet Show Generation kennt das noch. Alle anderen dürfen jetzt Google nochmal verwenden. Gut, um was geht es überhaupt? Es geht um das neue Objektiv 150-400 und natürlich auch um die Firmware-Updates, die wir für verschiedene Kameras anbieten. Um die jetzt uns einzeln mal vorzunehmen, wollen wir uns also neben dem Produkt natürlich auch die fotografischen Meinungen vornehmen. Ich hatte den Sechser im Lotto sozusagen und habe dieses Objektiv für einen Tag mal bekommen, und zwar gestern. Konnte also gestern mal schön durch die Brandenburger Wälder tingeln und Bilder machen. Ich habe ein paar mit eingebunden, die wir heute im Laufe der nächsten Stunde also auf jeden Fall sehen werden. Dann werden wir uns natürlich das Firmware-Update vornehmen und werden schauen, was alles mit eingebaut wurde. Und wir haben im Vorfeld einige der Kollegen und auch natürlich von unseren Kunden angefragt, was für Fragen habt ihr denn? Was sollen wir denn den Nils fragen, damit es mal so richtig spannend wird? Und vor allem, vielleicht kommt er dann mal ins Schwitzen. Bisher war es alles noch relativ ruhig, aber das ändert sich hoffentlich. Wir fangen einfach mal an und würden euch natürlich auch bitten, wenn es irgendwelche Fragen gibt, die ihr unbedingt mal loswerden wollt, wenn es produktbezogen ist, Olympus bezogen ist, dann dürft ihr uns alles fragen. Alle Fragen, die davon abgehen, bitte uns vielleicht per Mail schicken. Gut, gucken wir uns einfach mal an, um was es geht. Wir nehmen uns als allererstes das Objektiv zur Hand und da ist es ein elendslanger Name. Und da würde ich den Nils mal bitten, vielleicht mal ganz kurz zu erklären, was ist denn das alles an Detailinformationen, die allein im Namen versteckt ist. Ja, das Problem für uns war eigentlich, diesen kleinen Namen oder diesen langen Namen in einem relativ kompakten Objektiv unterzubringen. Ich fange mal vorne an, M zu ICO. M steht für Micro, sprich Micro Four Third. Zu ICO ist unsere althergebrachte Objektivbezeichnung und unsere ganzen Objektive heißen zu ICO. Digital erklärt sich von selbst, es handelt sich um ein digital gerechnetes Objektiv. ED, wir verwenden in dem Objektiv spezielle Linsen. Jetzt kommt das Interessante, 150 bis 400 ist die Micro Four Third Brennweite. Das heißt, wer Micro Four Third noch nicht kennt, wir haben einen Umrechnungsfaktor von 2,0. Das heißt, wir reden hier von einem 300 bis 800 mm Objektiv auf das Kleinbildformat gerechnet. F4,5, das ist die erste Sensation heute Abend, ist die Lichtstärke. Lichtstärke 4,5 durchgehend durch den kompletten Brennweitenbereich. Das ist eigentlich ein Novum.
Und das zeigt auch die hohe Optikbaukunst von Olympus. Dann geht es weiter mit dem TC. TC steht für Telekonverter, weil dieses Objektiv beinhaltet noch eine kleine Besonderheit. Da gehen wir nachher auch noch drauf ein. Das Objektiv hat einen eingebauten Telekonverter, um die Brennweite nochmals zu verlängern. So. IS und Pro. Sorry, IS und Pro. Ja, das Problem ist, ich konnte meinen eigenen Kopf sehen. IS ist auch toll. IS steht für Image Stabilization. Das heißt, das Objektiv verfügt über einen eingebauten Stabilisator. Da reden wir auch drüber. Und Pro, das Objektiv ist aus der Pro-Reihe. Das heißt, das ist die Objektivreihe bei Olympus, wo wirklich alles reingepackt wird, was wir an optischer und mechanischer Baukunst beherrschen. Da kommt gleich so eine erste Frage, und zwar eine ganz, ganz üble Frage. Warum überhaupt ein 150-400, wenn es doch vor 2-3 Monaten erst das 100-400 gab? Da muss man jetzt eins natürlich dazu sagen, ich bin ein absoluter 100-400-Liebhaber, muss wirklich sagen, habe dieses Objektiv bekommen und habe mich gnadenlos verliebt in dieses Objektiv. Und jetzt kommt das 150-400. Lieber Nils, erklär doch mal lieber allen Zuschauern, warum gibt es überhaupt zwei Objektive, die fast ähnliche Brennweiten haben? Aber auch nur fast, lieber Erik. Es sind zwei Objektive, die im Telebereich angesiedelt sind. Und das eine ist ein Objektiv der Standardkategorie, nämlich das eben angesprochene 100 bis 400. Und ich habe eben die Pro-Kategorie angekündigt, die steht quasi oben drüber. Und da haben wir ein 150-400. Da reden wir jetzt über nochmals gesteigerte Qualität. Wir reden über eine durchgehende Lichtstärke 4,5. Das 100-400 hat eine nicht durchgängige Lichtstärke, die hinten bei 6,3 endet. Wir haben einen etwas kleineren Brennweitenbereich. Wir haben keinen eingebauten Stabilisator in dem 100-400. Wir haben keinen eingebauten... Ein Einspruch, euer Ehren. Wir haben einen Stabilisator ja drin. Aber in der Kamera. Und im Objektiv. Stimmt, das ist eine Live-Situation. Auch ich habe mich nicht gut vorbereitet. Die Frage war jetzt auch von mir eher so unterschwellig rein. Ich habe mich nicht vorgewarnt, dass so eine Frage kommt. Aber klar, Stabilisierung ist auch drin. Sorry, Stabilisierung ist drin, alles klar. Aber jetzt stehen sie hier auf dem Tisch und ich nehme mal die Soundblende hier weg. So, jetzt sehen wir auch einen der sichtbaren Unterschiede. Das eine ist weiß und das andere ist schwarz. Ja, mach es mal andersrum, dann sieht man es vielleicht besser. Na? Wir die Größe. Haben auf die jeden Größe. Fall einen großen Unterschied. Das Ding, das 100-400, kann ich eigentlich immer ganz gut in die Tasche stecken. Ja. Wobei man sagen muss, für ein solches Objektiv mit der Brennweite und vor allem mit der Lichtstärke ist das extrem kompakt und extrem klein gebaut. Wir haben noch einen anderen Vergleich nachher, aber ich wollte eigentlich nur den Vergleich mal zum 100-400 heranziehen, weil die Frage stellt sich natürlich, vor allem weil das 100-400 im Olympus-Shop aktuell, glaube ich, gar nicht zu sehen ist. Nein. Da gab es dann die Diskussion, habt ihr das schon wieder vom Markt genommen? Gibt es das überhaupt noch? Bitte beruhige alle. Ja, das gibt es noch. Also das Objektiv gibt es natürlich. Das ist ja auch ein neu eingeführtes Objektiv. Und zu unserer aller Freude, das Objektiv verkauft sich sehr, sehr gut. Und das ist auch der Grund, warum wir es momentan im Olympus-Shop einfach nicht abbilden. Wir haben einfach keine. Ja, wir haben also mittlerweile Wartefristen von über 8 Wochen auf Objektive, die dann vielleicht aus Japan bei uns eintreffen, und das ist unser Problem. Woran liegt sowas? Also woran kann eigentlich der geneigte User, der geneigte Fotograf erkennen, dass so ein Objektiv dann plötzlich nicht mehr erscheint auf der Liste? Es ist zwar auf der Website, es ist ja zu finden, also somit ist es noch gelistet. Aber wenn es eben nicht lieferbar ist, warum kann man nicht innerhalb von 2 Wochen, ich übertreibe, ich weiß es, woran es liegt, aber vielleicht erklärst du es auch mal allen nochmal, was da alles dahinter steckt, damit man so eine Produktion erst wieder mal hochfahren muss. Also so ein Objektiv ist ein sehr komplexes Medium. Das sind natürlich nicht nur eine, das kommt nicht nur aus einer Fabrik, sondern es sind ganz viele Zulieferer eingebunden. Und wenn da irgendwo ein Zahnrädchen mal nicht richtig performt, dann kann es passieren, dass es zu Ausfällen kommt. Dann leiden wir natürlich, wie alle anderen Unternehmen auch, unter der Pandemie. Und wenn uns ein Zulieferer wegbricht, dann haben wir halt ein Problem. Und man kann eine Objektivproduktion nicht mal so eben hochfahren. Ja, also das geht nicht. Da geht es um, das ist ein Qualitätsinstrument. Und da müssen alle Parameter ineinander greifen. Weil das, was der Kunde kauft mit seinem Geld, das muss funktionieren. Ja. Und es gibt ja so diesen Spruch teilweise von anderen Produkten, das Produkt reift beim Kunden.
Und das geht bei einem Objektiv definitiv nicht. Ja, wenn man also ein Objektiv baut und es ausliefert und der Kunde fotografiert damit, das Bild, was er macht, ist das Bild. Und das Bild beurteilt dann auch die Qualität. Ich habe auch irgendwo nochmal gelesen, dass es in erster Linie um die Gläser auch geht. Dass man ja auch die Gläser vorbestellen muss. Ja. Und dass die eben nicht auf Halde liegen, dass man jetzt eine ganz große Palette an Gläsern da liegen hat, die man dann einfach mal verbaut, sondern die bestellt man natürlich auch just in time. Und das sind natürlich Gläser, die werden gesondert dafür hergestellt. Ich meine, eine Halde produzieren kostet erstmal noch mehr Geld. Ja, die muss natürlich auch wieder abverkauft werden. Und du hast auch ein sehr gutes Beispiel jetzt mit dem Glas genannt. Glas ist ein organischer Werkstoff, den man nicht mal eben so produzieren kann. Der muss wachsen. Also wir haben definitiv hier bei unseren Objektiven keine Kunststoffgläser drin. Die könnte man nämlich beliebig produzieren. Wir verwenden Glas. Auch das ist wieder ein Qualitätsmerkmal. Weil Glas von der Qualität einfach besser ist als im Preis vergleichendes Kunststoff. Ja. Genau. Okay, sehr gut. Das war jetzt aber die fiese Frage. Die musste ich jetzt leider mit einbauen. Nur damit, das kriegst du nachher zurück, kein Problem. Damit Nils gleich weiß, auf was er sich heute vorbereiten muss. Gut. Kommen wir zu den wichtigen Geschichten. Größe, Gewicht und Preis. Die Größe sehen wir hier. Es ist also wirklich für ein Objektiv dieser wahnsinnig tollen Brennweite. Es ist wirklich super kompakt. Es ist, kann man leider hier im Video nicht zeigen, unheimlich leicht. Nur 1875 Gramm. Und wer sich in der Optik ein bisschen auskennt und wer weiß, was große Teleobjektive mit einer ordentlichen Lichtstärke kosten. Ich bin monatelang immer gefragt worden, was wird das Objektiv kosten? Ich habe immer gesagt, ja, wir bemühen uns bei Olympus, den Preis unter 10.000 Euro zu halten. Da habe ich schon teilweise erstaunte Blicke geerntet. Und jetzt kann ich sagen, ich habe Recht behalten. Der Preis ist sehr günstig in unserem Verhältnis, dann 6.999 Euro, also 7.000 Euro. Aber das kostet quasi die Hälfte von vergleichbaren Objektiven vom Wettbewerb, die es in der Art eigentlich gar nicht gibt. Ja, also ich kenne nur eins, das von der Brennweite passen würde, da kommen wir nachher nochmal kurz dazu, aber wichtig ist eigentlich zu wissen, dass es aktuell für Kleinbild kein Objektiv in der Brennweite mit der Lichtstärke gibt, das diese Features hat, überhaupt auf dem Markt, egal zu welchem Preis. Also ich kenne keins. Ich kenne auch keins, es gibt auch keins. Genau, es gibt nur eins, was von der Brennweite passt, da können das wir holen nachher mal raus. Genau. Gut, Naheinstellgrenze, wie nah können wir rangehen? Auch das spricht für Micro Four Third. Hier haben wir eine Naheinstellgrenze von 1,30 Meter in allen Brennweiten, in allen Lichtstärken, auch unter Verwendung der Telekonverter. Und was man natürlich jetzt dazu sagen muss, also ich habe, wie gesagt, dieses Objektiv bekommen. Es gibt aktuell nur ein Objektiv in Deutschland, Österreich und Schweiz, ja. Richtig? Dieses Objektiv, wenn das Meilen bekommen würde, dann, obwohl jetzt zurzeit wenig geflogen wird, dann hätte es wahrscheinlich schon einen Senatorstatus oder was geht höher, weiß ich gar nicht. Ich habe keinen, deshalb weiß ich gar nicht, was es für einen Status da draußen gibt. Ich habe es am Samstagabend, ja, das war also wirklich etwas zum Filmen, auf einer Autobahnraststätte. Der Kollege, der es davor in Goslar hatte, kam angeprescht, bremste, gab mir die Tasche und ist fast weitergefahren. Und so werden dann die Objektive heutzutage übergeben, weil wir eben nur eins haben. Aber ich habe dieses Objektiv gehabt und habe mich dann am Sonntag mal, wie gesagt, durch die Brandenburger Gefilde etwas gesetzt und habe ein paar Bilder mitgebracht und will euch so mal drei Bilder kurz hintereinander zeigen. Habe hier einen Fischreiher, der schön weit weg saß, wunderbares weißes Kleid im Herbstlaub sozusagen. Und ihr seht, oben rechts sind die Daten eingespiegelt, 500 mm, das heißt, ich habe auf Endbrennweite und habe dann den internen Telekonverter 1,25-fach dazugeschaltet. Blende 5,6 ist dann Offenblende mit 320 Sekunde und ISO 500. Dann einmal eine Ente, die sich sehr präsentieren musste. Auch 500 mm, auch 5,6, eine kürzere Verschlusszeit, weil die sich eben bewegt hat. Und man sieht relativ deutlich oben an, ich gehe mal mit der Maus ein bisschen drüber, das sind Wassertropfen, die gestochen scharf dann auch zu sehen sind. Und als drittes Bild einen Fischreiher, der schön über den See flog und hier mit angezogener Handbremse, also Hals, fand ich auch sehr faszinierend, dass wir bei dem Fischreiher, dass der einmal mit einem gekropften Hals, also mit so einem angekackten Hals und einem geschreckten Hals fliegen kann.
Ich dachte immer, die können immer nur in eine Richtung, also entweder angewinkelt oder gestreckt fliegen, aber schon wieder was gelernt. Ist also auf jeden Fall ein Objektiv, das dazu verleitet, eben jetzt auch ein bisschen mehr in der Natur Ausschau zu halten. Gut, wir haben also das Objektiv dabei gehabt, oder ich habe das Objektiv dabei gehabt, muss sagen, es hat mich begeistert. Es war sehr kompakt zu tragen. Ich habe mir zwar vorgenommen, ich will einen Vergleich zum 100-400 machen, aber habe dann doch davon Abstand genommen, weil das Wetter gar nicht so toll war. Und dadurch war ich natürlich durch die Lichtstärke vom 150-400 schon in der Lage, auf jeden Fall Bilder machen zu können. Und das ist eben der große Vorteil von diesem Objektiv. Eine durchgängige Lichtstärke von 4,5, die für mich faszinierend ist. Mit einer Schärfeleistung, die wirklich grandios ist. Was mir aber damit reinkam oder was mir als Fragestellung auch kam, war, wie schnell ist der Autofokus im Vergleich zum 100-400? Da gibt es also verschiedene Aussagen, aber gibt es eine offizielle Aussage dazu? Ob es da Unterschiede gibt zwischen den beiden Objektiven? Also die Messungen, die wir durchgeführt haben, waren die, dass wir einen Autofokus bekommen haben, jetzt bei diesem Objektiv, der nochmal 20% schneller ist als das, was wir bisher als schnellsten Autofokus bei unseren Objektiven hatten. Wobei man generell sagen kann, dass bei Micro Four Thirds die Autofokusgeschwindigkeiten durch die Bank weg extrem flott unterwegs sind. Wir testen die Kamera, das Objektiv aktuell in erster Linie mit der E-Mines X. Ja. Das hat einen bestimmten Grund, weil es eben dort die neue Firma gibt, beziehungsweise wir aktuell die neue Firma testen dürfen. Aber da stellt sich natürlich die Frage, gibt es einen Unterschied zur EM1 Mark III von der Geschwindigkeit her oder kann man sagen, das ist auf jeden Fall gleich schnell? Also gefühlt gibt es keinen Unterschied und messtechnisch haben wir es noch gar nicht final nachgemessen, aber so aus dem Bauch raus, nein. Wird wahrscheinlich auch dasselbe Autofokus-Modul sein, ja. Deshalb wird es von der Geschwindigkeit her auch gleich sein. Ja. Gut, wir haben also mit dem Objektiv auch natürlich die Möglichkeiten, auch die Brennweite noch zu verändern. Nicht nur von 400 mit dem internen Telekonverter auf 1,25-fach auf 500, sondern wir haben eben auch die Möglichkeit, dann den Brennweitenbereich noch weiter zu erweitern. Und dazu haben wir auch mal so eine Übersicht mal für euch, damit ihr eben seht, der obere Bereich, also der obere blaue Balken, ist 150 bis 400 mm und jetzt steht hier oben drüber äquivalent von 300 bis 2000 mm. Da möchten wir natürlich eins ganz klar dazu sagen, das ist die Umrechnung auf Kleinbild. Ja. Und wir haben den Faktor 2, deshalb 150 bis 400 mm hat eine Kleinbild-äquivalente Brennweite von 300 bis 800 mm. Wenn ich jetzt den Telekonverter, den intern wieder zustelle, komme ich auf 500 bis 1000 mm. Richtig. Und jetzt packen wir noch den MC14 dazu. Dann erweitert sich das Ganze bis 1400 mm. Und wenn ich es dann natürlich noch mal bis zum Ende geben möchte, dann gibt es den MC20, der uns in die Lage versetzt, bis 2000 mm die Brennweite äquivalent zu Kleinbild zu bekommen. Was ganz lustig ist, dieser Eisvogel. Ich habe am Sonntag auch einen Eisvogel gesehen, aber da war ich echt zu spät, weil die Kamera lag mit dem Objektiv noch im Auto. Also das ist leider kein Eisvogel von mir, aber der nächste Eisvogel, der in irgendeiner anderen Präsentation mal kommen wird, der wird dann von mir sein. Aber das erklärt jetzt auch, diese Grafik erklärt jetzt auch meinen schönen Versprecher von vorhin, dass es um die Unterschiede von den beiden Objektiven ging. Was ich eigentlich sagen wollte, dass das 100-400 keinen eingebauten Telekonverter hat, der natürlich hier unser neues Superobjektiv 150-400 hat und dass also trotzdem noch die Kombinationsmöglichkeit mit den anderen Telekonvertern gegeben ist. Und ich meine, 2000 mm aus der Hand. Ist Wahnsinn. Also, und es geht. Ja, es geht. Es geht, genau richtig. Also ja, muss man es probieren. Ich habe es probiert. Muss man ganz klar sagen, das ist ein Wahnsinn. Wie gesagt, ich war im Sommer schon vom 100-400 überrascht. Da hatte ich aber viel Licht. Gestern hatte ich eben... Wer gestern unterwegs war und vor allem wer in Brandenburg unterwegs war, wird es wissen, es war erst nachmittags Sonne, aber da war ich schon wieder zu Hause. Und da war es so diesig, dass man im Grunde wirklich mit der Lichtstärke auch gesegnet war, dass man überhaupt fotografieren konnte. Ich habe unterwegs einen Fotografen gesehen, der mit einem anderen System unterwegs war. Der hat es gar nicht ausgepackt. Also ich kannte den, der hat nicht ausgepackt, weil er gesagt hat, zu schlechtes Licht, ich gehe wieder. Also den überzeugen wir auch noch, dass er... Ich meine, wir waren...
letzte Woche mit diesem Objektiv waren wir am Bodensee unterwegs, zwei Fotografen und ich, und da gab es auch so eine Übergabeaktion dann auf dem Parkplatz, ne? Weil Fliegen auch zu gefährlich ist, wegen Gepäckverlust und so. Mhm. Und diese wahnsinnig langen Brennweiten bedeuten eigentlich ein Stativ. Normalerweise schon, ja. Ja, und wir waren auf dem Bodensee und haben wirklich in einem Kajak gesessen mit diesem Objektiv und angeflanschten Telekonverter und haben aus der Hand Vögel fotografiert, was eigentlich undenkbar ist. Ja. Mit so einem Objektiv. Ja, aber es funktioniert. Gut, da kommen jetzt natürlich aber alle Funktionen mit rein. Lichtstärke, die Stabilisierung, die optische Qualität. Also ich bin glücklich darüber, dass wir dieses System haben, dass wir genau zu so einem Punkt oder bei solchen Situationen auch eben noch perfekte Bilder machen können. Wir haben ja auch früher in unseren Coachings immer auch die ganzen Diskussionsrunden dann erlebt. Es wird ja immer nur auf einzelne Funktionen fokussiert. Mal geht es nur um die Pixelgröße, mal geht es um die Sensorgröße natürlich, wie viele Belichtungsstufen habe ich, bla bla bla. Ja, also es gibt tausend Parameter, die man einzeln auflisten könnte. Und wir beide haben immer gesagt, um die Qualität eines Systems wirklich zu begreifen und auch zu sehen, kommt es auf das Paket an. Und es erschließt sich jetzt nochmals. Ja, definitiv. Das ganze Paket, was Micro Four Cert anbietet, steht hier auf dem Tisch. Und nicht nur. Nicht nur. Sonst wäre es der letzte Auftritt. Ja, es wäre ein bisschen mager, wenn wir nur noch ein Objektiv dann hätten. Ja? Also es kommen natürlich noch andere Objektive, um Gottes Willen. Und da ist noch einiges in der Pipeline, da kommen wir aber später noch dazu. Man muss dann auch immer mal wieder für die Zukunft natürlich auch sprechen und sagen, hier, wir sind nicht am Ende, da kommt noch viel, viel mehr. Oh ja. Was man natürlich auch noch dazu sagen muss, außer dem Autofokus-Verhalten an den verschiedenen Kameras und der Lichtstärke, der eingebaute Telekonverter, der hier drin ist, den wir an der Seite vielleicht etwas, vielleicht kann man diese kleine Beule, achso, andere Kamera, danke, diese kleine Beule, die man hier sieht, da sitzt der Telekonverter drin. Ja, ich gehe mal zurück, damit es scharf ist. Wenn ja. Du die andere Seite nimmst, passt. Aber da sitzen die Linsenelemente. Ach so, meinst du das? Ja. Hier auf der anderen Seite ist der Schalter. Ja, hier ist der Schalter. Aber der Telekonverter sitzt hier drin. So, das ist jetzt immer der Punkt. Wer kann wen übertrumpfen? Nein, natürlich nicht ganz so schlimm. Aber wenn zwei wie wir unterwegs sind, da kommen Dinger immer raus. Aber was man eben dazu sagen muss, durch diese kleine Ausbuchtung und durch diesen Schalter kann man eins nicht machen, die Stativschelle abnehmen. Das ist ein Thema, was man im Forum, aber auch auf anderen Wegen natürlich immer wieder mal schon diskutiert hat, ja. Und diskutiert wird. Ja. Ich persönlich war, wie gesagt, am Sonntag damit unterwegs und ich war ganz froh, dass ich eben einen Griff hatte, an dem ich eben die Kamera mit dem Objektiv ganz gut tragen konnte. Deshalb, ich würde das auch gar nicht abnehmen. Ich habe auch bei meinem 150, beim 100, 400, nicht bei meinem 150, 400, das wäre jetzt ein bisschen gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte schon eins, bei meinem 100, 400 oder auch beim 300 mm immer die Stativschere noch mit dran, damit man es ganz gut greifen kann. Und der Griff ist eigentlich ein sehr, sehr angenehmer. Da hatte ich eben noch so eine Belederung, nennen wir es einfach mal. Gummierung, Belederung. Gummierung, genau. Und deshalb passt es eigentlich ganz gut. Aber das ist eben so der ganz, ganz wichtige Grund, warum man es nicht abnehmen kann, weil wir hier eine kleine Ausbuchtung haben an der Seite, um die Stativschelle nicht komplett runternehmen zu können. Vielleicht habt ihr es gehört, wenn man die dreht, die Stativschelle, ich mache es mal am Mikrofon, dann raste die ein. Und zwar immer im 90-Grad-Winkel. Und das ist natürlich, wenn ich sehr schnell von Quer- auf Hochformat umstellen möchte, habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich sofort die Rasterung habe. Und muss nicht auf irgendwelche anderen Geschichten wie Wasserwaage oder sonst was achten. Und das geht natürlich in einer super Schnelligkeit in dem ja. Moment. Gut, kommen wir zum nicht nur zum Telekonverter, sondern zur Qualität, zum Vergleich zum 300 mm. Bisher das Nonplus Ultra. Auch das stellen wir gerne mal daneben. Überraschung, wir haben ein paar Objektive hier. Wir haben mal das Lager etwas geschröpft. Wir haben das 300 mm im Vergleich zum 150-400. Das ist schon mal von der Größe her ein Unterschied, aber wie sieht es denn qualitätstechnisch aus zwischen den beiden Objektiven? Gibt es dort einen Unterschied? Also ich behaupte jetzt mal, nein, also keinen sichtbaren auf jeden Fall. Messtechnisch mit Sicherheit, weil fairerweise muss man jetzt sagen, beim 300 mm reden wir von einem
festbrennweitigen Objektiv. Und beim 950-400 reden wir von einem Zoom-Objektiv. Und Zooms haben normalerweise immer irgendwelche starken Seiten und irgendwelche etwas schwächeren Seiten. Ja, also schwächer, nicht so starke Seiten. Nicht so stark, nicht so optimal. Und das erklärt vielleicht auch etwas, wie aufwendig dieses Objektiv von uns auch produziert wird. Und zwar wird es in einer speziellen Fabrik bei uns in Japan produziert und die testen wirklich jede Brennweite. Also auch jeden Schritt, den man irgendwie einstellen kann, wird nochmal minutiös getestet, mit und ohne Telekonverter, um einfach sicherzustellen, dass bei diesem doch etwas höheren Preis die Qualität wirklich herauskommt, die der Kunde bezahlt. Da muss man jetzt natürlich eins dazu sagen, es gibt zwei Objektive, die in Japan produziert werden, die speziell abgekoppelt sind. Da gab es schon eine Diskussion durch den Verkauf an Chip bzw. Übernahme, da kommen wir aber nachher vielleicht nochmal zu, würde es auch um diese Fabrik gehen. Diese zwei Objektive, ich verrate hoffentlich jetzt kein Geheimnis, nicht, dass du mir nachher die Freundschaft kündigst, diese zwei Objektive werden in einer speziellen Abteilung bei Olympus weiterhin produziert. Das ist die Information Stand heute. So haben wir sie und ich habe auch keine andere Information bekommen. Also gehen wir davon aus, da die Objektive weiter im Programm natürlich bleiben, das kommt jetzt neu hinzu, ist es so. Weiter im Programm bleiben. Also natürlich auch das 300 mm, das wird nicht ersetzt. Nein, definitiv von nicht. 150-400. Definitiv nicht. Und zur Schärfeleistung vielleicht auch ganz kurz von meiner Seite. Ich habe auch beide jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt keine direkten Vergleichsaufnahmen gemacht, aber die ersten Aufnahmen mit dem 150-400 sind schon knackig scharf. Also da muss man schon sagen, und nicht nur bei der Endbrennweite, das ist so der Klassiker. Ja, ich baue ein Zoom-Objektiv und mache die schärfste Leistung an die Anfangs- und an die Endbrennweite, sondern eben auch in den Bereichen dazwischen. Da habe ich noch ein paar Bilder, um das eben auch zu zeigen, dass man eben nicht nur in der Endbrennweite die volle Schärfeleistung hat. Wir haben ein Beispielbild von Mr. Dobas. Vielleicht können wir das mal ganz kurz auf dem Monitor, genau. Und das sind jetzt ist die Anfangsbrennweite, nee, nicht ganz die Anfangsbrennweite, 183 mm. Könnte 150 mal 1,25-fach, ja, kommt fast hin. Dann, dann hat er den Telekonverter, den intern mit eingesetzt und kommt auf 183 mm. Man erkennt es ganz gut natürlich auch an der Blende, 5,6. Und wenn ihr das genau anschaut, also hier ist eine Schärfeleistung dahinter, die wirklich faszinierend ist. Da muss man schon sagen, da ist jedes Härchen, jedes Einzelne zu erkennen und zu sehen. Dann gehen wir eins weiter und auch hier nicht an die Endbrennweite herangefahren, sondern auf 367 mm und auch hier eine Schärfeleistung und eine Schärfezeichnung bis in den Schnabel hinein, wenn ich das mal so sagen darf. Von Ben Knoot, ich hoffe, dass ich ihn richtig ausgesprochen habe. Ben eben hat dieses Bild gemacht und dementsprechend, also hier auch nochmal ein Danke an die Bilder, dass wir die zeigen dürfen. Gut, das zur Bildqualität selber. Ich finde, das ist so einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Wenn ich mir ein Objektiv kaufe, muss die Bildqualität stimmen. Das ist, glaube ich, für jeden Fotografen das Wichtigste schlechthin. Aber unabhängig davon, was passiert denn in diesem Objektiv, wenn ich eben den Telekonverter dazu packe? Wir haben Lichtstärke 4,5. Wo komme ich hin bei 1,25er Telekonverter? Dann verlieren wir genau eine Blendenstufe. Das heißt, wir springen dann auf Anfangsblende 5,6. Okay, und wenn ich jetzt natürlich noch den 2.0er Telekonverter mit dazu packen würde? Dann verlierst du zwei Blendenstufen zusätzlich, also insgesamt drei. Wo du dann bei 2000 mm bist du bei Blende 11. So, aber was immer noch ein sehr guter Wert ist. Wahnsinn, ja. Also wir reden, wie gesagt, von zwei Telekonvertern, die hintereinander geschaltet sind. Ne? Ja. Also ich kenne überhaupt gar keine Möglichkeit, das überhaupt sonst zu machen. Deshalb, das ist schon der Wahnsinn. Und auch Blende 11 setze ich natürlich nicht in der Dämmerung ein, sondern dann entsprechend, wo ich auch ein bisschen Licht habe. Weil auch das Motiv müsste ja auch Licht haben. Bei 2000 mm auf Kleinbild gerechnet, muss es ganz schön weit weg sein. Gut, somit gehen wir mal ganz kurz oder springen mal kurz weg von der Thematik Bildqualität und gucken uns das Objektiv von der Bauweise her mal an. Sehr gerne. Und da ist es so, dass wir den Telekonverter, ach, den Chart habe ich gar nicht gezeigt. Ah, das Chart habe ich gar nicht gezeigt. Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz zeigen, damit ihr seht, wo der Pausenraum vom Telekonverter ist.
Also ist diese kleine Ausbuchtung, die ihr hier an der Seite vom Objektiv seht. Und wenn ihr den Schalter auf der anderen Seite betätigt, dann schwenkt genau dieser Telekonverter in den Strahlengang und vergrößert um 1,25-fach. Jetzt hat er einen Schalter auf der gegenüberliegenden Seite mit 1-fach und 1,25-fach. Und dazwischen ist diese Lock-Geschichte. Da gab es eine Diskussion im Forum mit, ist das Ding denn überhaupt noch dicht? Dann, Nils, was sagst du? Kann man da den Regen drüber laufen lassen oder was auch immer? Also es ist ja ein Objektiv aus unserer Pro-Serie und die Pro-Serie von Olympus und auch die EM1-Serie von Olympus, die steht immer für extreme Wetterfestigkeit. Und wenn wir extrem sagen, dann meinen wir auch extrem. Also ich kenne keine Kameraserie, die das aushält, was wir beide schon getestet haben. Also ja, zum Beispiel mal aus einem Wasserfall heraus fotografiert, das wirklich unterm Wasserfall gestanden hat. Und das Kamera und Objektiv wurden nass. Wir haben, glaube ich, noch ein anderes Chart vorbereitet, wo man diese Abdichtungen nachher nochmal sieht. Kommt nachher nochmal. Und da sieht man wirklich auch das Know-how von Olympus, dass auch wirklich diese große Öffnung, die ist wirklich dicht. Ja, also das ist eben eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Klar ist, die Öffnung ist normalerweise nicht oben, außer ich verändere vielleicht von Quer- auf Hochformat. Dann könnte es sein, dass die Dichtung oben ist, die Schalterstellung oben ist. Aber die ist trotzdem innen so abgedichtet, dass eben auch, wenn das Wasser reinläuft, dort nicht weiterkommt. Und das ist eben eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Das ist gewährleistet, ja. Gut, wenn ich jetzt neben den internen Konverter auch die externen Konverter anstöpsel, haben wir denn dort auch noch die Dichtheit? Ja. Das sind auch Konverter aus der Pro-Serie und diese Konverter sind genauso abgedichtet wie die Objektive. Genau, ich habe also hier den 1,25-fach zum Beispiel und die haben hier eine Gummilippe, die eben dann auch noch zusätzlich abdichtet und dementsprechend eben auch den Regen komplett abhält. Aber es ist nur zu deiner Information der 1,4-fach. Was habe ich gesagt? 1,25-fach. Aber irgendwann lernst du das auch. Jetzt ist es 1:1. So, lieber Waldorf, der Settler kommt gleich um die Ecke. Gut, da muss man immer aufpassen. Bei Nils muss man immer aufpassen, was man hier sagt. Okay, Bildqualität ist das eine. Dann wollen wir noch mal ganz kurz auch reinschauen, wenn wir den Konverter mit einsetzen. 400 mm Endbrennweite hat Javier und Marisa gemacht. Auch da noch mal danke, dass wir das hier zeigen dürfen. Und jetzt packen wir den Telekonverter, den internen, mit dazu und den MC14. Und auch hier finde ich ein sehr überzeugendes Ergebnis. Ja. Eine Schärfeleistung, die seinesgleichen sucht. Und natürlich gut, wir haben jetzt hier relativ viel Licht gehabt, aber trotzdem eine Zeichnung, eine Haardefinition. Also man kann wirklich jedes Haar einzeln zählen. Finde ich perfekt. Einfach ein homogenes Bild, auch mit schöner Freistellung. Gefällt mir. Gefällt mir auch. Haben wir gut gemacht. Gut, der Punkt, der was kann ich mit diesen Konvertern erreichen, ist natürlich das eine. Jetzt gucken wir uns natürlich nochmal an. Wir haben an dem Objektiv ja hier an der Seite diverse Schalter. Und die sind etwas mehr als das, was wir bisher kannten. Und deshalb dachte ich mir, lass uns mal diese Schalter etwas einzelner zeigen, was der Fotograf dann damit auch noch handeln kann. Und dafür habe ich auch nochmal ein Bildchen und vielleicht können wir von oben nach unten mal gehen, den oberen Bereich, den kann ich noch erklären. Da haben wir den Fokusbereich, 1,30 Meter bis 6 Meter oder 1,30 Meter bis unendlich in der Mitte und ganz rechts 6 Meter bis unendlich. Und je nachdem, wenn ich natürlich nach links oder nach rechts schiebe, habe ich einen etwas schnelleren Fokussierung noch mit dazu. Also ich gewinne dann natürlich auch wieder Geschwindigkeit. Jetzt, lieber Nils, übernimmst du hier mit den Schaltern, die hier drunter sitzen. Ja, der Schalter erklärt sich fast von selbst. AF und MF, das ist einfach die Umschaltung von Autofokus auf Manuellfokus. Ganz schnell, ganz problemlos. Dann gehen wir einen Schalter weiter. Da steht dann On, Off, IS. Hier geht es um den eingebauten Bildstabilisator, den ich hier jetzt an- und ausschalte. Und dieses Objektiv hat ja in Verbindung mit der Kamera EM1X zum Beispiel die Besonderheit, dass die Kamera ja auch einen Stabilisator eingebaut hat. Und diese beiden synchronisieren sich automatisch. Und mit diesem Schalter IS On-Off schalte ich dann auch quasi automatisch den Stabilisator in der Kamera aus.
Da kommt gerade eine Frage vom Urs Jäcki. Wenn ich von AF auf MF umstelle, nimmt der MF die Einstellung vom AF mit oder muss ich mühsam nachdrehen? Also eigentlich sollte er die Einstellung mitnehmen. Und wir haben ja auch in der Kamera eine sehr schöne, also die nehme ich zum Beispiel immer sehr häufig, eine sehr schöne Einstellung, AF und MF gleichzeitig. Das heißt, ich kann ja, wenn ich auch mit Autofokus arbeite und die Schärfe aus irgendwelchen Gründen vom Autofokus nicht gleich getroffen wird, kann ich sofort manuell nachregulieren und bin dann wieder auf meiner perfekten Schärfeebene. Aber zum Thema Schärfe haben wir gleich noch was. Genau. Zu deinem AF und MF natürlich auch noch ganz kurz dazu gesagt, das geht nicht nur im Single-Autofokus, sondern eben auch im Continuous-Autofokus in der Zwischenzeit. Ja. Das war eine Zeit lang noch nicht möglich, aber ist in der Zwischenzeit eben eingebaut bei den Kameras, sodass ich Continuous-Autofokus mit Nachregulierung dann auch immer zur Verfügung habe. Gut, nochmal ganz kurz auf die Tasten. Ihr seht, wenn ihr also Fragen zwischendrin habt, ruhig mit einschreiben in den Live-Chat. Wir schauen immer, wie es dann passt, um die zu beantworten. So, also Stabilisierung, klar, wird komplett an- oder abgeschaltet. Was haben wir denn jetzt für wunderbare Tasten, die jetzt da drunter liegen? LFN Preset. Ja, die haben es in sich, und zwar LFN steht für Lens Funktionstaste. Und das, ja, das kennen wir schon. Am Objektiv haben wir da vorne jede Menge schwarze Knöpfe. Ja, und diese schwarzen Knöpfe sind eine Taste. Das war nämlich auch eine Frage aus dem Forum. Diese Knöpfe kann man belegen in der Kamera übers Menü, aber da war das Verständnis so, dass jeder Knopf eine andere Funktion hat. Was dazu führen würde, dass man so kleine Post-it-Zettelchen hier draufkleben müsste, um erstmal zu wissen, welcher Knopf jetzt welche Funktion abruft. In Wahrheit ist es wirklich so, dass die Funktion, die ich in der Kamera auf die Lens-Funktionstaste setze, durch jeder dieser Knöpfe abgerufen wird. Und zwar haben die vom Haus aus, das ist die Werkseinstellung, die Funktion Fokus-Stopp. Das heißt, ich fokussiere an, drücke die Taste und der Fokus wird gelockt. Das erinnert mich an die gute alte FT-Zeit mit dem 300mm 2,8. Ja. Das hatte auch diese Tasten. Und da war auch immer, und das ist eigentlich bei den Super-Teles immer der Fall gewesen, wenn ich so eine Funktionstaste habe, dann ist dort der Autofokus-Stopp immer mit integriert. Genau. Kleine Geschichte dazu, wenn ihr beispielsweise Motorsport oder eben auch Tiere fotografiert, die einen, eine Bewegung hat, die ihr abschätzen könnt. Und der Fokus geht auf euer Motiv und ihr merkt, dass er eigentlich, der Rennwagen kommt um die Ecke und euer Fokus würde über diesen Rennwagen dann hinaus fokussieren, dann könnt ihr relativ schnell diesen Autofokus-Stopp drücken. Damals waren es immer zwei Tasten, die man drücken musste. Und er fokussiert und steht genau an dieser Stelle und ihr wartet, bis das Motiv einfach in den scharfen Bereich reinfährt und löst dann aus. Und hier haben wir auch diese Autofokus-Stopp-Geschichte fest integriert, die wir aber dann in der Kamera verändern können. Also fest integriert war falsch, sondern vorprogrammiert, aber man kann rein theoretisch zum Beispiel auch die Abblendtaste da drauflegen, wenn man das möchte, weil das Objekt, diese Hand ist normalerweise die Führungshand von so einer Optik und dann hat man automatisch die Finger auf dem richtigen Punkt. Genau. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Punkte. Ich habe es jetzt nicht gezählt. Es sind, glaube ich, 12 oder 14 verschiedene, aber nagelt mich jetzt darauf nicht fest. Es gibt verschiedene Funktionen, die wir da drauflegen können. Und jetzt gibt es aber, noch mal ganz kurz auf das Bildchen, es gibt nicht nur diese Lens-Funktion, die man programmieren kann, sondern auch plötzlich hier ein Preset. Oh mein Gott, was ist das denn? Ja, und das ist eine, also finde ich wirklich eine geniale Ingenieursleistung, sich sowas auszudenken, auch wie man da hinkommt. Preset heißt jetzt einfach, ich kann eine Information nochmals abrufen. Das heißt, ich habe jetzt, wenn ich mein Objektiv jetzt drehe, dann habe ich hier an dem Schalter für den Telekonverter eine kleine Taste, da steht Set drauf. Im Forum war auch die Frage, kann ich diese Taste mit meiner rechten Hand, mit dem Zeigefinger, gut erreichen? Ja, ich kann. Und dann drücke ich nämlich bei Autofokusbetrieb auf Set. Das heißt, dann wird die aktuelle Entfernungseinstellung, die der Autofokus quasi jetzt gefunden hat, gespeichert. Und wenn ich dann meinen Schalter hier auf Preset stelle und dann die Funktionstaste drücke, und vielleicht mein Autofokus zwischendrin wird er woanders unterwegs war, geht er genau auf die Einstellung zurück, die ich vorher durch die Set-Taste
programmiert haben. Hört sich total kompliziert, ist aber total einfach. Das ist das Problem. Ich bewusst kompliziert. Nee. Du hast es schon genauso, wie man es eigentlich auch erklärt. Aber ich habe das gesehen, habe es gelesen, dachte mir, oh mein Gott, was ist das denn? Da brauchst du ja ein Studium, um überhaupt diese Taste zu finden und auch entsprechend überhaupt schon mal zu belegen. Nee, es ist total easy. Ihr habt etwas fokussiert. Und jetzt gibt es links, rechts irgendwo, gibt es vielleicht ein anderes Motiv, aber ihr wisst genau, euer kleines Beispiel, dieser Fischreiher, den ich sitzend auf diesem Ast hatte, der saß ewig. Ja, also den habe ich ewig beobachtet und habe dann bin immer mal woanders hingegangen, wusste aber genau, wenn dieser Fischreiher mal hochgeht, möchte ich ihn erwischen. Und habe dann eben diese Entfernung eingestellt, Kamera, einmal nur links diese Set-Taste gedrückt, Preset wurde dann abgespeichert, das kommt Bestätigung durch einen Piepton und zwar hiervon ein Piepton. Und jetzt konnte ich irgendwo anders hingehen, konnte fokussieren und immer wenn ich auf den Fischreiher natürlich zurück bin, habe ich einfach die Taste vorn gedrückt, hier eine schwarze Taste und ich bin sofort auf dieser Entfernung gewesen. Also wenn ihr etwas habt, was sehr nah ist, und ihr habt aber zwei unterschiedliche Motive, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind, dann könnt ihr eben diese Naheinstellung speichern, die Entfernung trotzdem fokussieren und wenn ihr seht, im Nahbereich passiert etwas, einmal kurz drücken, Fokus sitzt dort und ihr könnt fotografieren. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und jetzt kommen wir zum Ton nochmal. Jetzt gehen wir nochmal auf deinen Chart. Genau, nochmal ganz kurz auf den Chart. Genau. Und das erklärt auch die letzte Taste eigentlich, hier kann ich den Ton ausschalten. Genau, wenn ich natürlich irgendwo gerade in der Wildnis bin, und ich möchte diese jetzt keine Piepstöne oder sonst was haben, habe ich natürlich bei der Kamera den Ton schon abgeschaltet. Manche Wildfotografen gehen natürlich auch so weit, dass sie komplett auf lautlos gehen. Kommt darauf an, wie weit euer Motiv entfernt ist. Und wenn ihr natürlich früh morgens unterwegs seid und es ist noch sehr leise, dann sollte man dort vielleicht auch das Verschlussgeräusch etwas minimieren. Und das kann ich hier auch noch abstellen, dass eben nicht nur die Töne in der Kamera eliminiert sind, sondern eben auch der Ton, der mich durch die Preset-Funktion dann eben bestätigt, Achtung, du bist jetzt gerade auf die Entfernung, die du vorher eingestellt hast, wieder zurückgefahren. Ich hoffe, das ist klar geworden, was dieser zweite Schalter da sollte. Irgendjemand hat mal geschrieben, da kannst du einen MP3-Player anschließen. Ja, da meinte dann eher noch eine dritte Variante, die haben wir jetzt, glaube ich, auf unserem Chart gar nicht drauf. Und zwar haben wir hier ja den Stativfuß, den man ja drehen kann, wie es Erik so schön gezeigt hat. Und dann ist hier noch eine kleine Buchse, die ist mit einer Gummierung verschlossen. Und da wird nicht der MP3-Player angeschlossen, sondern hier ist die Möglichkeit gegeben, ein Kensington-Schloss anzubringen, also ein Sicherungsschloss, um dieses schöne, wertvolle Objektiv auch zu behalten und deswegen haben wir auch entschieden, die Stativschelle nicht abnehmbar zu machen. Ja, sonst wäre die Stativschelle noch da und das Schloss wäre noch da, so subjektiv wäre weg. Also auch das. Kommen wir auf an, was die Stativschelle kostet. Vielleicht ist die teurer als das Objektiv. Nein. Denke nicht. Natürlich nicht, um Gottes Willen. Gut, dann kommt hier die nächste Frage. Kann das Objektiv schon vorbestellt werden? Und wenn ja, wo? Das ist mal eine schöne Frage. Lieber Nils, willst du J. Hoffmann die Wahrheit sagen? Also Herr Hoffmann, das Objektiv kann sein. Du weißt nicht, ob es, Entschuldigung, könnte Frau, auch Frau, Jana also, sagen. Also liebe geschätzte Fragestellerin, das Objektiv kann seit 17.11. vorbestellt werden beim örtlichen Fachhandel. Je nachdem, wo Sie herkommen, du herkommst, je nachdem, wer du bist, vielleicht kennen wir uns ja auch, einfach mal schauen, bei Olympus gibt es eine Händlerliste direkt auf der Webseite und wenn du jetzt noch keinen Fachhändler hast, dort findest du auf jeden Fall jemanden, der dich auf jeden Fall bei diesem Objektiv willkommen heißt, wenn du es bestellen möchtest. Das ist gar kein Problem. Wie sieht es aus mit der Lieferung von diesem Objektiv? Kommt morgen. Ja, schön wäre es. Das Objektiv ist geplant für Auslieferung Ende Januar 2021. Und ich kann nur so viel sagen, die Erwartungen sind jetzt schon übertroffen. Also wir laufen jetzt schon in sehr lange Lieferzeiten. Und das, obwohl es nur ein Bruchteil der Menschheit bisher gesehen hat. Ja. Also wir verkaufen gerade ein Objektiv mehr über die technischen Daten und über unsere Filmchen im Grunde genommen, als das jemand in der Hand hatte bisher. Also wir haben das Objektiv ja im Januar 2019 mit der EM1X
vorgestellt, also wir haben die eben als X vorgestellt und haben das Objektiv als Entwicklung angekündigt. Und genau nach dieser Vorstellung, die in Hamburg war, gingen danach sofort Blindbestellungen ein, die gesagt haben, das ist genau das Objektiv, auf das ich gewartet habe und ja, ich möchte es haben. Wahnsinn. Also wir sind stolz, wir freuen uns und wir würden lieben gern morgen liefern. Aber ich habe es vorhin schon erklärt, das Objektiv ist was ganz Besonderes. Es wird ganz besonders produziert, ganz besonders getestet. Hier muss die Qualität wirklich rauskommen. Und ich sehe jeden Tag die Bestelleingänge und die werden mehr und mehr. Okay, wir wollen aber gar nicht sagen, wie viel oder sonst was. Nein. Aber eins könnt ihr euch sicher sein, jeder, der die Bestellliste sieht, der kriegt ein Grinsen bei Olympus. Beziehungsweise dann ab Januar bei Chip. Bei OM Digital Solutions wohlgemerkt. So heißt es denn. Genau. Gut, neben der Schalterbelegung geht es natürlich auch ein bisschen ums Design. Wir haben ein sehr, sehr kompaktes Design. Ah, da kommt natürlich eine schöne Frage von Wolfgang. Wolfgang, schön, dass du zuschaust. Der Wolfgang, den kennen wir auch schon ein paar Jährchen. Oh ja, hallo Wolfgang. Das freut mich, dass du da auch mit reinschreibst. Da kommen wir nachher noch zu. Mit Stabilisator werden wir gleich nachher nochmal erklären. Ganz kurz nur zum Design. Warum ist dieses Objektiv überhaupt so leicht? Wir hatten vorher das Spiel, dass wir das 300 mm in die Hand genommen haben und das 150-400. Und vom Gewichtsvergleich her hatte ich erst mal gesagt, das 150-400 ist leichter als das 300 mm. Kann aber gar nicht sein, weil laut technischen Daten ist das 300 mm um 400 Gramm leichter. Okay? Aber vom Gefühl her ist das 150-400 plötzlich so leicht. Und das ist der Wahnsinn. Ja, das ist also auch ein weiterer Vorteil von Micro Four Third und ein weiterer Vorteil von wirklich von jemandem, der nachgedacht hat, wie man Objektive leicht bekommt. Wir haben es vorhin schon erwähnt, wir haben Glaslinsen drin, keine Kunststofflinsen. Wir haben einen Körper aus Magnesiumlegierung. Seht ihr hier in Weiß, Entschuldigung? Was hier schon mal für geringes Gewicht sorgt. Und Darf ich ganz kurz eine Frage dazwischen reinwerfen? Ausnahmsweise. Das ist das erste oder einzige Objektiv von Olympus, das ein Magnesiumgehäuse hat? Ich kenne mich sonst keins. Nein, richtig, das ist wirklich das erste, wo wir uns an diese Materialien heranwagen, was Objektive angeht. Ja, und das ist ein Wahnsinn. Also wir haben es ja bei den Kameras schon drin, Magnesiumgehäuse, und jetzt eben auch beim Objektiv. Und ihr seht es, 314 mm lang. 1,8 Kilo oder wir sagen lieber 1875 Gramm mit Stativschelle. Wir können sie ja sowieso nicht abnehmen. Nein. Gut, und dann haben wir noch, vielleicht auch noch ganz wichtig, die Carbonfiber-Sonnenblende. Ganz normal würde man sagen Sonnenblende, aber das ist auch ein Hightech-Instrument. Erstmal wird sie mitgeliefert, das ist ganz wichtig. Und die ist aus Carbon, genau, Kohlefaser. Und Kohlefaser ist extrem leicht. Ja. Und auf die sollte man auch gut aufpassen. Die kostet auch ein bisschen was. Okay, aber Sonnenblende ist ein schönes Thema. Wir haben ja die Thematik beim 300 mm und beim 1450 für mich eine klasse Idee, dass man eben die Sonnenblenden fixiert hat, dass ich die nur einmal kurz festdrehen muss, beziehungsweise beim 1450 mit dem Entriegelungsknopf. Ja. Aber ich persönlich finde es eigentlich eine tolle Leistung oder eine tolle Idee. Das haben wir hier aber nicht. Nein, hier haben wir natürlich die klassische Variante, dass man die Sonnenblende ganz normal draufsetzt. Wenn man vorher die Schraube richtig aufmacht. Was wir natürlich vorher nicht geprobt haben. So, jetzt ist sie fixiert. Alles gut. Und zum Transport kann ich sie natürlich in die Partposition. Partposition setzen. So, und dann ist die Größe genauso kurz wie vorher. Alles dabei. Erinnert mich auch schon wieder bautechnisch ans alte 300 mm von FT. Oh Gott, in unser Museum wollte ich jetzt fast schon sagen. Nein, da wollte ich jetzt gar nicht drauf reingehen, sondern wichtig ist eben einfach zu wissen, das ist eine sehr, sehr stabile Sonnenblende und auch dieser Verschluss ist sehr stabil. Also da haben wir eigentlich eine perfekte Lösung jetzt für dieses Objektiv. Ja. Gut, es kommen nochmal Fragen zum Stabilisator. Stabilisator kommt gleich. Was wir noch sehen wollen, ist natürlich auch noch die Thematik, wenn wir nochmal ein Beispielbild für die Leichtigkeit. Ich hatte also diesen Fischreiher und der flog an mir vorbei, obwohl ich eigentlich diesen Sitzenden im Visier hatte. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass es eben mit einem leichten Objektiv sehr schnell ist, dass du wechseln kannst.
Im Grunde hatte ich den sitzenden Fischreiher links von mir und ich habe so aus dem Augenwinkel gemerkt, da fliegt etwas über den See. Und habe dann nur einmal rübergeschwenkt und dann kam eben genau dieser Fischreiher, der schön über den See sein Gaspedal durchgetreten hat. Und den musste ich natürlich dann dementsprechend auch gleich erwischen. Und das geht natürlich nur, wenn ich so ein handliches Objektiv habe, mit dem ich eben auch einen schnellen Stellungswechsel machen kann. Damit ich eben nicht fixiert bin auf dem Stativ und muss immer nur in eine Richtung oder dann eben mit einem großen Umbau etwas verändern. Klar gibt es die schönen, wie heißen die umgangssprachlich, Affenschaukeln, ja, wo man die großen Objektive einhängen kann. Aber wenn ich von ganz links nach ganz rechts rüberschwenken möchte, dann komme ich mit einer Affenschaukel auch nicht mehr so schnell um die Ecke. Nein, und das unterstreicht halt auch unseren Micro-Four-Third-Gedanken, das Thema Mobilität. Ja. Und du bist damit mobil. Du kannst dich halt bewegen. Definitiv. So, und jetzt wollen wir natürlich auch ganz kurz noch auf die Abdichtung eingehen, weil es hat auch ein bisschen genieselt, aber das war nicht das große Problem, beziehungsweise es ist nicht das große Problem, weil wir hier eine Staub-, Spritzwasser- und frostsichere Abdichtung haben. Das heißt, wir können über alle Objektive, die Olympus im Markt hat, sagen, dass sie frostsicher sind. Es sind alle bis minus 10 Grad ausgelegt. Alle, die über diesen Schutz verfügen, ja. Genau. Alle. Laut meinen Informationen alle, aber haltet euch lieber an Nils. Nein, alles gut. So, aber nicht alle sind natürlich Staub- und Spritzwasser geschützt. Das ist ganz wichtig. Das sind normalerweise die Pro-Objektive, beziehungsweise auch das eine oder andere Standardobjektiv. Ja. Also zum Beispiel das 1450 mm. Oder das 60 mm Makro. Ganz wichtig ist 60 mm Makro. 12 bis 200. Okay, ja. Sind mehr, aber ihr merkt schon, da gibt es also viele, viele Objektive, die uns in die Lage versetzen, bei schlechtem Wetter eben auch fotografieren zu können. Diese Abdichtung versetzt euch aber, wie gesagt, in die Lage, dass ihr, egal wie es regnet, egal wie es schneit oder wo sonst das Wetter herkommt, ihr ohne Probleme fotografieren könnt. Es gibt eine nette Geschichte, gerade über die Kamera, wenn ihr im Hintergrund nochmal die Kamera seht, die ja auch extrem viele Abdichtungen hat. Da gab es mal einen Kollegen, der meinte, eine nagelneue Kamera mit auf ein Rennboot zu nehmen, auf eine Segeljacht. Und dann wurde diese Segeljacht einmal in die Kurve gelegt und der gute Kollege hat diese Kamera komplett mit Objektiv durchs Wasser gezogen. Es war eine nagelneue Kamera, Vorserienmodell. Ich glaube, es gab nur zwei oder so auf dem Markt und ich möchte niemanden angucken, aber das warst du, Nils. Was ist passiert mit der Kamera? Ging die noch? Die Kamera geht heute noch. Die Kamera war in der Ostsee und ich habe die Kamera, wie gesagt, durchs Wasser gezogen und habe sie dann im Boot in ein Becken gestellt, eine Flasche gutes Mineralwasser drüber gegossen, um den Salzschaum wegzubekommen. Ja. Und die Kamera funktioniert heute noch. Also ihr seht, der liebe Nils, der probiert auch alles aus, damit man sagen kann, ich weiß, was die Produkte aushalten können. Das Gleiche probieren wir zwar auch, aber nicht ganz so extrem. Also nicht durch Salzwasser durch. Nee, nee. Das haben wir nicht gemacht. Gut, so und jetzt kommen wir mal ganz kurz zur Stabilisierung, da der Wolfgang uns schon darauf angesprochen hat. Ja, also wir haben einen Sync IS, nicht wie, wie nennen wir den beim 100-400, Light IS. Ja. Wo eben getrennt ist, Objektiv von der Kamera. Also ich habe eine Stabilisierung hier mit drin und ich habe eine Stabilisierung in der Kamera, aber die sind nicht synchronisiert. Das ist auch der Unterschied, den wir natürlich haben, preislich gesehen. Ja. So, und jetzt haben wir aber ein 150-400, das einen Sync-IS hat. Vielleicht mit kleinen, schnellen Worten, was ist der Unterschied zwischen dem normalen Stabilisierung und zwischen der Sync-IS-Variante, die ihr anbietet? Also beide stabilisieren natürlich und die Sync-IS-Variante ist halt das Schöne, der Kunde braucht sich gar nicht drum zu kümmern, die koppeln sich automatisch und halten dann eine Ebene ein in fünf Achsen. Das heißt, alle Objektive, die eine Stabilisierung von Olympus drin haben und die Kameras, die Sync-IS tauglich sind, wie beispielsweise die EM1X oder EM1 Mark III, die synchronisieren sich und dementsprechend weiß die Kamera, was das Objektiv macht. Ja. An der Verwacklung und umgedreht natürlich, das Objektiv muss es ja nicht wissen, vergesst es. Wichtig ist, die Kamera muss wissen, was das Objektiv macht. So rum. Genau, weil beide kommunizieren ja auch miteinander. Genau. Als allererstes versucht normalerweise der Sensor auszugleichen. Dort haben wir ja unseren Stabilisierer mit drin. Und bei langen Brennweiten kommt dann eben der vordere, sprich im Objektiv, mit dazu als Unterstützung.
Ja, wobei es nahezu parallel passiert. Also da fängt nicht der eine erst an und der andere kommt hinterher, sondern es wird in einer Linie gemacht. Sieht ihr? So läuft es. Genau. Gut, genau, 150, 400 arbeiten beide Stabilisatoren. IBIS oder OIS alleine. Also ganz, ganz wichtig, beim 150, 400, lieber Wolfgang, können wir nur beide an- oder abschalten. Ja. Das ist beim 100, 400 etwas anderes, weil es eben getrennt ist. Aber beim 150, 400 ist klar, wenn ich die Stabilisierung anhabe, ist die kameratechnisch und objektivtechnisch an. Das ist Sync-IS. Genau, schalte ich sie ab, ist sie beide, ist komplett ausgeschaltet. Ist kein IS. Genau, ist kein IS. Sehr gut. So, Travel mit mir ist der Stabilisator mit dem 150-400 besser als der interne Stabilisator des 300 mm? Nein. Warum? Ja, warum soll der besser sein? Genau. Sind beide sehr gut. Also. Ja. Nee, besser, halt, stopp. Das 150-400 schafft ja mehr. Haha! Ja, das liegt aber auch ein bisschen an dem Steuerungsgerät in der Kamera, mit dem es getestet wurde, ist die EM1X. Ja. Die kann auch ein bisschen mehr. Das stimmt natürlich. Aber gucken wir uns mal ganz kurz an, was die Stabilisierung kann von dem 150-400. Wir haben, und das finde ich immer natürlich das Beste, weltweit die stärkste 5-Achsen-Synchronisation jetzt mit 8 Belichtungsstufen. Ja. Gibt keine Kamera-Objektivkombination auf dem Markt, die 7,5 vielleicht, aber 8 nicht machen können. Die wir heute kennen. Die wir heute kennen, genau. Ganz, ganz wichtig. Was morgen passiert, wissen wir natürlich noch nicht. So, dann haben wir links einmal das Eichhörnchen mit 300 mm und das ist, Achtung, Achtung, 300 mm umgerechnet. Es ist die Anfangsbrennweite 150 genau, mm. Anfangsbrennweite 150 mm. Genau. Immer wenn dieses Sternchen mit dabei ist, dann ist es gleich umgerechnet auf Kleinbild. Bitte nicht irritieren lassen. Es sind für uns 150 mm für Olympus, für alle Kleinbildkunden 300 mm bräuchten sie, um dieses Ergebnis, dieses Bildergebnis zu erzielen. Und dann haben wir links 1000 mm, also sprich, jetzt Achtung, wird es wieder kompliziert, 400 mm mit dem 1,25er Telekonverter mal auf Kleinbild gerechnet mal 2, sind wir bei 1000 mm. Beide Aufnahmen aus der Hand, nicht vom Stativ. Wenn ich jetzt mir diese Bilder ganz genau anschaue, auf dieser Präsentation oder bei YouTube, kann man das nicht unbedingt direkt erkennen. Deshalb habe ich mir überlegt, wir nehmen mal das rechte Bild und vergrößern uns das einfach mal. Haben hier jetzt nochmal das Vollbild. Und ihr seht hier oben, es ist gemacht mit der EM1 MK3. Ganz, ganz wichtig, weil alle anderen Bilder werden aktuell mit der X gemacht. Das hat einen ganz bestimmten Grund, den werden wir nachher vielleicht nochmal ein bisschen tiefer erläutern. 500 mm, Blende 6.3, 160 ISO 800. Und jetzt gehen wir auf 100%. Und da kann ich also schon sehr, sehr gut erkennen, was für eine Zeichnung in dem Flügel vorhanden ist. Finde ich eine faszinierende Aufnahme mit einer Wahnsinn-Schärfezeichnung. Also das zeigt, was dieses Objektiv dann im Endeffekt wirklich zu leisten imstande ist. Speziell auch dann bei dieser Brennweite. Genau. Vielleicht gucken wir uns mal ganz kurz auf den Stabilisator, weil die Gabriele Bergmann oder schreibt uns gerade bei 150 mm 8 EV. Genau. Was heißt EV? Exposure Value. Das sind die Belichtungseinheiten. Man kann auch sagen, die Belichtungsstufen, die du länger halten kannst. Wenn ich es jetzt mal übertreibe, wir haben 150 mm. Dann sollte man ungefähr eine 250stel einstellen, damit man aus der Hand noch bei jedem anderen System einigermaßen scharfes Bild hinbekommt. Also immer Brennweite mal 2 ungefähr, dann kommen wir auf die Verschlusszeit. Erste Stufe wäre eine 125stel, 60stel, 30stel, 15stel, 8stel, Viertel, halb, sind wir schon bei 8? Nee, eine Sekunde. Eine Sekunde, ja. Eine Sekunde. Bei 300 mm. Also 150, ja, ganz, ganz wichtig, 150 mm ja. Eingestellt an der Kamera, auf Kleinbild gerechnet werden es 300 mm. Aber lass uns mal lieber auf 150 mm reden. Auf genau. Ja. Das heißt, ihr könnt eine Sekunde aus der Hand halten, wenn man im Vergleich normal mit einer 250stel gerade noch ein scharfes Bild bekommt. Jetzt, weil wir es so betonen, bei 150 mm 8 Belichtungsstufen. Was passiert denn, wenn ich jetzt auf 400 mm gehe? Dann verlierst du etwas an den Belichtungsstufen. Bei 400 mm sind es etwa 7. Also verlierst eine Stufe. Wenn du dann den Telekonverter zuschaltest, um auf die 500 mm ja. zu kommen, sind es immer noch 6.
Und das ist wahnsinnig viel. Ja, das, also da brauchen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren. Egal, ob ich jetzt 6, 7 oder gar diese 8 habe zur Verfügung, das ist schon Wahnsinn. Damit kann ich im Grunde alles abdecken und kann eben aus der Hand auch bei etwas dämmerigem Licht oder bei schlechteren Lichtverhältnissen sehr, sehr gut fotografieren und sehr, sehr gute Bildergebnisse erzielen. Ja. Gut, so viel zu dem Thema Stabilisierung. Habe ich irgendwas übersehen? Nö, eigentlich alles mit drin. Ah, nee, ganz, ganz wichtig. Wir arbeiten ja nicht nur mit Olympus-Fotografen, sondern es gibt ja auch Fotografen, die andere Kameragehäuse haben. Ob das jetzt für Video ist oder für Fotografie, soll es geben, habe ich schon mal gehört. Was passiert, wenn wir jetzt das Objektiv andocken? Wird es auch synchronisiert? Nein, also die Synchronisation funktioniert nur bei den kompatiblen Olympus-Kameras. Bei den anderen Gehäusen verliert man dann die interne Synchronisation des Gehäuses. Okay. Also ganz, ganz wichtig, es ist eben der Vorteil, wenn ihr Kamera und Objektiv von Olympus habt, dann ist die Synchronisierung vorhanden. Dann habe ich eben den ganz, ganz großen Vorteil, dass ich beide Produkte synchronisiert dann in der Stabilisierung drin habe. Wenn ich ein anderes Produkt, also eine andere Kamera habe, ob das ist, ich muss hier keinen Namen nennen, dann verliert ihr eben die Synchronisierung und dann müsst ihr euch entscheiden, wollt ihr die Stabilisierung in der Kamera oder im Objektiv? Bei uns braucht ihr euch nicht entscheiden. Ja. Ihr kriegt sie. Gut, was habe ich da? Wie viele EV-Stufen habe ich an meiner EM1 Mark III? FDR Nils, den kenne ich auch. Schöne Grüße nach Hamburg. Eine Stufe weniger, laut meinen Informationen. Eine Stufe weniger, also bist du bei 7 Belichtungsstufen. Okay. Nils, also nicht Nils, sondern Nils, für dich natürlich ein Grund, sich Gedanken über die X zu machen. Da kommt noch ein Angebot übrigens. Gut. Was haben wir noch? Die Stabilisierung mit drin. Jetzt ist es natürlich so, dass wir nicht nur bei der Stabilisierung noch einen Schritt nach vorn gemacht haben, sondern wir haben ja in den Kameras auch ganz viele Funktionen eingebaut. Ja. Unter anderem die Thematik Focus Stacking. Ja. Und Focus Stacking geht oder geht nicht mit dem Objektiv? Geht, nachdem du ein Firmware-Update der Kamera durchgeführt hast. Es reicht sich jetzt in die Reihe der Objektive ein, die Focus Stacking unterstützen. Okay. Dieses Update, darüber reden wir nachher nochmal, ist jetzt kein spezielles Update nur für das Objektiv, aber wenn ihr eben Focus Stacking machen wollt, dann geht es immer um diese genaue Ansteuerung und die wird eben dann mit dem Update einfach kommuniziert. Genau. Und Überraschung, Überraschung, wir haben natürlich auch ein Bildchen, um einfach zu zeigen, was dieses Focus Stacking bei dem 150-400 bringen kann. Hiroshi Tanaka hat das gemacht, Kollege aus Japan, der hier mit 500 mm auch aus der Hand Focus Stacking gemacht hat. Und auch hier gehen wir mal auf 100%. Und da hat es mich also wirklich gerissen, weil ich selber auch ganz gern Libellen und Jungfern und sonstiges fotografiere. Und das ist schon eine Granate. Ja, auf jeden Fall. Also da muss man schon sagen, kann man nur begeisternd hinschauen und sagen, wunderbare Qualität und eine Schärfezeichnung, gerade in den Flügeln, wenn man sich die kleinen Abteile, sage ich immer dazu, oder die Behaarung an den Beinen genau anschaut, das ist schon eine Wahnsinnsschärfezeichnung. Und das ist ein internes Focus-Stacking. Das ist also keine externe, dass er 300 Bilder gemacht hat und die werden dann nachher zusammengerechnet, sondern es wurde in der Kamera gemacht. Und das ist schon eine sehr faszinierende Leistung. Ganz wichtig, wir haben ja auch andere Sonderfunktionen. HDR. Wir haben bei der neuen Firmware gibt es Bird AF und so weiter. Sind die alle mit dem Objektiv machbar? Ja. Oder gibt es dort Einschränkungen? Nein. Jetzt fragt sich jeder, was fragt denn der Erik gerade für eine komische Frage? War ein bisschen viel Frage in dem Spiel drin. Aber diese Fragestellung gab es wirklich. Und das möchte ich jetzt gar nicht so abwegig immer an die Seite schieben, sondern es gibt manche Geschichten, dass eben ein Produkt ein anderes Produkt behindern würde. Nehmen wir Live-ND-Filter. Könnte möglich sein, dass vielleicht das ein oder andere Produkt dieses nicht unterstützt. Aber bei dem Objektiv oder bei allen Objektiven gibt es keine Einschränkung von uns. Richtig. Diese Sonderfunktion, wie Bird AF, wie Live-ND-Filter, High Resolution, genau, danke, Focus-Stacking ist eingegrenzt, Focus-Stacking nehmen wir bitte wieder raus, aber HDR zum Beispiel, das könnt ihr mit allen Objektiven machen, da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Focus-Stacking, da gibt es einen Unterschied, weil eben diese Ansteuerung so
genau übertragen werden muss, dass eben nicht jedes Objektiv dafür geeignet ist. Und deshalb gibt es auch immer eine ganz klare Einstellung, welche Objektive Focus-Stacking tauglich sind. Richtig? Ja. Und wir arbeiten auch daran, weitere Objektive Focus-Stacking tauglich zu machen. Aber das erfordert halt auch wie immer ein bisschen Entwicklungsaufwand. Und wir müssen gucken, wo die Prioritäten liegen. Wobei man sagen muss, nicht jedes Objektiv ist ja dafür gedacht. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ich übertreibe es jetzt mal, mit einem 17mm 1,2 Focus-Stacking zu machen. Und ich mache relativ viel Focus-Stacking für Makro. Deshalb, aber da möchte ich auch gar keinen Fotografen reinreden. Es gibt aber so ein paar Objektive, wo man so sagt, das, da gibt es andere, die priorisiert nach oben rutschen sollten. Wobei wir uns da auch sehr die Meinungen vom Markt anschauen und dann halt überlegen, passt überhaupt zu unserer Philosophie und ist es technisch machbar, und dann wird es normalerweise auch, wenn nichts dagegen spricht, irgendwann umgesetzt. Ja, aber ich weiß eben, was es bedeutet, die so genau ansteuern zu müssen. Deshalb alles gut. Gut, Focus-Stacking haben wir damit auch hoffentlich schön erläutert. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zur Thematik, warum überhaupt weiß? Lieber Nils, ist euch die Farbe schwarz ausgegangen oder warum gibt es jetzt hier plötzlich ein weißes Objektiv? Naja, weiß spricht für Reinheit, reine, klare Bildqualität. Ist natürlich nicht nur ein Marketing-Sprech, wie man es so schön im Forum liest. Das ist ein Marketinginstrument. Es hat natürlich auch technische Vorteile. Die Farbe weiß heizt sich definitiv nicht so stark auf wie die Farbe schwarz. Und wir reden hier von einem Objektiv im Supertele-Bereich. Und wenn man da in wärmeren Gefilden fotografiert, da kann es passieren, wenn sich das Objektiv aufheizt, dass der Fokus springt. Überraschung, ich habe diese Hitzeschutz-Beschichtung mal vorbereitet, damit man auch mal sieht, warum das auch wirklich eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist. Vielleicht noch mal am Rande, das ist nicht das erste weiße Objektiv, das Olympus auf den Markt bringt. Nein, wir hatten in den 80ern auch schon sehr schöne, drei Objektive gab es in weiß, alle mit einer extrem hohen Lichtstärke für damalige Zeit. Wir reden ja nur vom Analogzeitalter, Blende 2,0. Ja. Ja, die heute astronomische Sammlerpreise auf den Gebrauchtmärkten erzielen. Und die waren auch aus diesem Grund wirklich weiß. Okay, jetzt ganz kurz zur Beschichtung. Und da haben wir jetzt hier oben, bei uns ist es oben, bei euch ist es natürlich direkt auf dem Monitor zu sehen. Da haben wir also einmal die Infrarotstrahlen, die direkt auf diese Oberfläche treffen. Und durch die weiße Farbe wird natürlich schon reflektiert. Also schwarz würde jetzt aufsaugen, wenn ich es mal so plump sagen würde, genau wie so ein Schwamm. Weiß reflektiert schon mal. Dann gibt es eine Sonderschicht, die aus Pigmenten besteht, die die Infrarotstrahlen reflektiert. Das ist die sogenannte Hitzeschildschicht, auch ein schönes Wort. Ich weiß nicht, ob das wirklich echt ist, aber gut. Und dann gibt es unten die Basis, die direkt über dem Magnesiumgehäuse liegt und dementsprechend eben auch nochmal alles im Grunde abdeckt, was zu warm wird. Da muss man natürlich eins jetzt dazu sagen, warum baut man sowas in so ein super Tele ein und zum Beispiel nicht in einen super Weitwinkel? Gibt es da von deiner Seite aus einen Grund? Ja, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, im super Tele-Bereich sind die Schärfentiefe-Parameter extrem eng. Also da gibt es das Wort Toleranz eigentlich schon gar nicht mehr. Ja. Also ein halber Millimeter ist unscharf. Bei einem 7 bis 14er Superweitwinkel habe ich diese Toleranz, da wird so schnell nichts passieren. Aber man kann sie mal als Denkanstoß mitnehmen. Ein weißes 7 bis 14 mm. Aber kommen wir ganz kurz auf die Farbe zurück. Gibt es das irgendwann mal in Schwarz? Also ich kann es nur von mir und heute sprechen. Ich sage mal definitiv nein. Weil dann hätten wir es auch gleich in Schwarz bauen können. Okay, dann liegt jetzt eine Frage auf der Hand und zwar hoffentlich für alle EM1X Interessenten. Wann kommt die EM1X in Weiß? Internationale Antwort. Ja, genau. Das ist keine Antwort dazu. Okay, für alle, die eine EM1X in Weiß möchten, ich habe eine DC-Fix-Folie, die können. Nein, lassen wir das. Gut. Wichtig, weiße Farbe, eben auch wirklich nur dafür gedacht, dass man die absolute Hitze dann reflektiert. So, dann gibt es aber noch einen Punkt, den wir natürlich auch noch mit einfließen lassen wollen. Und das ist die sogenannte Fluorbeschichtung. Lieber Nils, erläutere mal, was hat denn das damit auf sich? Ja, das Bild erklärt es schon ganz gut. Das ist ja ein Objektiv, was wie alle Pro-Objektive outdoor-tauglich ist. Das heißt auch bei Regenwetter,
eingesetzt werden kann. Und Regenwasser auf der Frontlinse macht keine guten Bilder. Das heißt, die Wasserperlen bleiben normalerweise darauf sitzen. Und mit unserer Fluoridbeschichtung werden die wie so ein Lotusblüteneffekt abperlen. Das heißt, die laufen automatisch runter. Und das ist eine spezielle neue Vergütung, die jetzt exklusiv bei diesem Objektiv eingesetzt wird, die auf die vorhandene Vergütung obendrauf gedampft wird und die noch eine weitere sehr schöne Eigenschaft hat, die ist sehr resistent, was Reinigung angeht. Also man kann das Objektiv ganz normal mit dem Linsenputzpapier reinigen. Das ist natürlich super. Wichtig ist, was du jetzt gerade nur so im Nebensatz hast fallen lassen, es kommt zusätzlich zur Zero-Beschichtung. Es gibt ja die sogenannte Zero-Beschichtung bei Olympus, die im Grunde so diese Geisterhalos eliminiert, aber auch noch ganz, ganz viele andere optische Fehler, die man haben kann, komplett eliminiert. Und diese Beschichtung kommt zusätzlich noch mit drauf als Schutzschicht. Apropos Schutzschicht, wir haben ja hier vorne eine schöne Öffnung. Wie sieht sie mit Filter aus? Es gibt als Zubehör einen UV-Schutzfilter. Optional. Optional, okay. Der gehört nicht zum Lieferumfang, der dann auch für dieses Objektiv gerechnet ist. Auch ein sehr dünnes Glas beinhaltet, weil wir haben ja früher bei unseren Coachings immer gesagt, wenn es um das Thema Filter ging, dass man nur sehr ausgewählte Filter verwenden sollte, weil ein Filter eigentlich nie in die optische Rechnung eines Objektivs einbezogen wurde. Und zusätzliches Glas-Luftgemisch verschlechtert immer die Bildqualität. Aber hier bieten wir für Leute, die es haben möchten, einen Filter an, und zwar einen UV-Schutzfilter mit einem relativ kompakten Durchmesser von 95 mm. 95, das ist gut, 95. Da gibt es auch noch Polfilter dafür. Aber nicht von uns. Nicht von Olympus, nein, aber es gibt auf dem freien Markt. Ja, und da es. Bitte auch wirklich darauf achten, das ist wie bei dem UV-Schutzfilter, dass man die höchste Güte dann auch wirklich nimmt. Es wäre schlimm, wenn ihr so ein tolles Objektiv habt, mit ganz tolle Kamera hinten dran, und dann packt man sich vorne einen Filter drauf, der mir Qualität wegnimmt. Das wollen wir natürlich nicht. Gut, bei der Fragesammlung gab es eine Frage, gerade auch durch das Weiß kam jemand auf die Idee, wie sieht es mit der Astrofähigkeit aus? Astrofotografie mit dem Objektiv? Möglich? Möglich, generell klar, natürlich, machbar. Und je höher die Lichtstärke, desto besser ist ein Objektiv auch für die Astrofotografie geeignet. Und hier haben wir durchgehende Lichtstärke von 4,5, auch im längeren Bereich, bei 400 mm. Also wichtig, die hohe Lichtstärke jetzt gar nicht unbedingt nur zum Fotografieren, sondern eben zum Scharfstellen. Und da gibt es ja aber bei der EM1 Mark III die wunderbare Astro-AF-Funktion. Und die geht natürlich auch mit dem Objektiv. Also das perfekte Zusammenspiel ist das, was ich auch mal ganz schnell getestet hatte. Sehr gut. Ja, zwischendrin probiere ich dann doch mal ein bisschen was, gell? So, jetzt kam mir am Sonntag, wie gesagt, der eine Kollege um die Ecke, und ich weiß, dass der zum Beispiel alle seine Objektive mit Camouflage-Beklebung zugekleistert hat, weil der sich eben macht Ansitzfotografie und natürlich dann im Zelt drin sitzt, da kannst du nicht so ein weißes Objektiv jetzt verwenden. Jetzt die Frage, gibt es eine Möglichkeit, eine TAN-Möglichkeit von Olympus, ist da was angedacht für Nein. dieses Objektiv? Also von unserer Seite ist da nichts angedacht. Da wissen wir, dass es da sehr gute Zubehörhersteller gibt, die auf sowas spezialisiert sind. Und ich glaube, die warten auch, bis wir denen mal so ein Objektiv als Muster zuschicken. Bevor die Muster kriegen, möchte ich mal ein Muster haben. Da reden wir nachher drüber. Naja. Gut, dann ist es natürlich auch immer so eine Geschichte. Es gibt bei Olympus ja der Profi-Service, den ich mir als Paket für Jahre kaufen kann. Gilt das auch für dieses Objektiv? Da ich keine anderen Informationen habe, gehe ich davon aus, ja. Also wenn ihr dieses Package schon habt und ihr habt noch nicht alle Objektive, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie viele Objektive es drin waren, aber wenn da noch Lücke ist, dann packt das mit rein. Dann hat Nils gesagt, das ist mit drin. Eine andere Frage war natürlich, wenn ich jetzt nicht auf irgendeinem Sneak-Termin bin, also es gibt eine Handvoll, ich glaube 5 oder 6 Termine, ja. Ihr wart in Hamburg, ihr wart in Goslar, ihr wart, weiß jetzt gar nicht mehr wo, wenn ich jetzt dort nicht hinkomme und ich möchte dieses Objektiv mal testen, wann ist dieses Objektiv, Achtung, jetzt kommt's, im Test and Wow verfügbar? Das wird, glaube ich, noch etwas länger dauern, aber wir arbeiten natürlich auch schon an weiteren Treffen, also wirklich physikalischen Treffen mit unseren Usern. Und ich sage jetzt mal nur Zingst 2021, das große Fotofestival, wo wir beide wahrscheinlich dann auch wieder vor Ort sein werden. Und da sehe ich natürlich dann auch dieses Objektiv
zum Ausprobieren im Bestand. Aber Test und Wow sehe ich jetzt aufgrund der sehr homogenen Lieferfähigkeit erstmal nicht. Ich wollte immer eine Lehre bei Günter Wallraff machen. Deshalb investigativ mal nachfragen. Ja, ist es möglich? Gut, Garantieverlängerung bei den Objektiven dann auch damit möglich? Also so wie bei allen anderen Produkten, die wir aktuell haben. Genau. Sonderfunktion hatten wir schon. Und was wir eben vorher angesprochen haben, wir wollten ja noch einen Vergleich machen. Und zwar zwischen dem Objektiv, was jetzt auf dem Markt ist und eins, was von der Brennweite her nur passen würde. Und dafür muss ich mich mal nach unten bücken. Achtung. Und ich habe hier ein Objektiv für Kleinbild gerechnet. 300 bis 800 mm. Wahnsinn. 300 bis 800 mm. Also wenn ich damit am Sonntag unterwegs gewesen wäre. Aber nur damit ihr den Vergleich mal seht. Das kann ich auch nicht mehr aus der Hand, weil es eben, jetzt müsste ich lügen, 6 Kilo oder 6,5 Kilo hat. Über 6 Kilo, ja. Und ihr seht allein schon von der Größenordnung diesen Unterschied. Und ich habe hier 1,8 Kilo und hier über 6 Kilo oder 6,5 Kilo, um denselben Bildwinkel zu erreichen. Das muss man immer dazu sagen. Ja? Es ist immer, wir reden immer von demselben Bildwinkel. Umgerechnet maximal 800 mm, komme ich hier auch auf 800 mm. Das ist eine andere Lichtstärke, die kommt nicht auf 4,5, aber wir wollen auch gar nicht über die Qualität sprechen, weil das ist ein sehr, sehr gutes Objektiv. Absolut. Für Kleinbild. Für MFT haben wir das 150-400, deshalb stellen wir das auch wieder weg. Oder willst du es nochmal? Nein, danke. Das ist auch viel zu schwer für meinen Tisch. Gut, damit haben wir den Vergleich zwischen den großen Brennweiten hinter uns. Wenn wir dieses Objektiv jetzt anschauen, wird immer ganz viel über Vögel und Wildlife gesprochen. Es gibt nur Beispielbilder, die wir gerade im Netz haben mit Vögeln und mit Gämsen und ich glaube ein paar Eichhörnchen sind noch dabei. Dass wir jetzt hier noch ein paar Libellen bzw. Jungfrauen mit drin hatten, das ist schon mal außergewöhnlich. Aber damit ihr alle seht, dass man mit diesem Objektiv nicht nur in der Natur fotografieren muss, sondern eben auch beispielsweise im Motorsport, habe ich noch zwei Bilder mal mitgebracht. Einmal Motorsport, einmal die Möglichkeit, wenn wir mal Vollbild gehen, genau, danke, auch mit 150 mm hier einen den Kollegen Mike Inkley, der unterwegs war zu einem früheren Zeitpunkt. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja, der war im Sommer unterwegs mit diesem Objektiv. Man sieht es auch hier an den Belichtungswerten, also eine 125. Sekunde bei ISO 64. Wahnsinn. Ja, da war schon ein bisschen mehr Licht unterwegs und er war mit einem sehr frühen Prototyp dieses Objektivs unterwegs und er hat es wirklich mit schwarzer Folie beklebt, ja, und wurde trotzdem erwischt und leider auf den sozialen Netzwerken abgebildet und hat auch ein paar Anrufe von Olympus bekommen. Weil die Leute dann doch, also die Olympus-Fans dann doch sehr schnell gemerkt haben, das Objektiv, was der da verwendet, das ist keins, was man jetzt so direkt im Laden kaufen kann. Und deswegen waren wir jetzt auch angehalten, als wir jetzt unterwegs waren, höllisch aufzupassen, dass niemand uns mit dem Objektiv sieht. Aber wir haben dann bewusst ruhigere Gefilde gewählt. Ja, und es hat funktioniert. Also es ist kein Bild aufgetaucht, wo man uns in Aktion gesehen hat. Okay, aber wie gesagt, nochmal zurückkommt, ich will ihn jetzt weg vom Wildlife mal ganz kurz, sondern will ihm zeigen, Motorsport oder eben auch auf dem Wasser. Es ist machbar, ihr könnt also mit dem Objektiv alles fotografieren, was aktuell euch vor die Linse kommt. Das heißt, dass wir eben nicht nur in der Natur uns mit dem Objektiv bewegen, sondern wir können alles fotografieren. Und eigentlich wurde dieses Objektiv in Verbindung mit der X ja auch als Zielgebung Olympiade Tokio angekündigt. Also für Sportfotografie gedacht, unter anderem. Wobei man jetzt ganz ehrlich auf Motive gar nicht so Wert legen sollte, sondern es geht darum, hohe Geschwindigkeit, hohe Lichtstärke, große Brennweite. Welche Motive euch damit reinragen und schon habt ihr die Kombination gefunden. Ja, und dann auch noch die extrem kurze Naheinstellgrenze von 1,30 Meter bietet auch die ein oder andere Möglichkeit, Bilder zu machen, die man mit normalen Teleobjektiven nicht macht. Der geneigte Makrofotograf wird sich freuen. Ja. Ja, sehr gut. Aus der Hand, genau richtig. So, jetzt kommt noch eine Frage von Travel mit mir. Ja, oder mit mir. Ich finde auf der Olympus-Seite keinen UV-Filter für dieses Objektiv. Sollte aber eigentlich sogar unter Zubehör schon zu finden sein. Der müsste eigentlich auch schon drauf sein und ich werde das überprüfen.
Vielleicht nicht auf der Shop-Seite, das kann ja nicht möglich sein. Also auf der Shop-Seite ist er definitiv noch nicht, weil das Objektiv ja auch noch nicht drauf ist. Ja, ja, genau. Und aber also wenn man auf der Olympus.de-Seite sich Objektive anschaut, das sollte ja eigentlich sichtbar sein. Aber wie gesagt, Und der Zubehör, das nehme ich gerne mit und lasse es überprüfen. Genau. Und Gabriele hat eine wunderbare Frage. Wird das 150-400 durch die aktuellen Kameras EM1 Mark III und X überhaupt ausgereizt? Das ist die erste Frage. Beziehungsweise werden mit einer EM10 Mark IV die Bildergebnisse genauso gut? So, Nils, jetzt muss aber also richtig was zeigen. Ja, ja, ja. Frage 1. Stand heute wird die Kamera ausgereizt, weil sonst hätten wir es gleich anders eingebaut. Also mehr geht definitiv zurzeit nicht. Und die Frage ist natürlich, was meint jetzt Gabriel mit Ausreizen? Also ich gehe mal davon aus, von der Geschwindigkeit her und vom Autofokusverhalten. Aber also wie gesagt, dieses Objektiv in Kombination mit der Kamera definiert das Maximum, was zurzeit bei uns im Haus technisch geht. Weil sonst hätten wir es auch angekündigt oder irgendwie präsent dargestellt. Wichtig ist, das heißt aber nicht, dass zukünftige noch lichtstärkere Objektive vielleicht nicht noch mehr ausreizen werden. Wenn ich das mal so... Naja, sagen wir war so, der jetzt sehr kompliziert? Nein, das war ein bisschen kompliziert, aber wir haben ja nachher noch einen kleinen Punkt mit Firmware-Updates und da haben wir auch für bestehende Objekte eine Verbesserung herbeigeführt. Das stimmt. Also da gibt es ja noch irgendwelche Möglichkeiten. Ja. Und jetzt die zweite Frage mit der EM10 Mark IV. Arbeitet das Objektiv natürlich auch gut zusammen, nur hat man hier nicht den Sync-IS. Aber der Stabilisator allein im Objektiv arbeitet auch mit der EM10 Mark IV perfekt und auch die Stromversorgung reicht aus. Das war eine Frage auch im Forum, weil die EM10 Mark IV hatte den etwas kleineren Akku, ob das überhaupt funktioniert. Ja, es funktioniert. Wobei ich mir da jetzt gar keine Gedanken drüber gemacht hätte, aber wichtig ist natürlich, die Stabilisierung ist nicht synchronisiert, sondern die ist natürlich nur bei den etwas größeren, höheren Modellen mit integriert. Aber es ist generell kompatibel mit jeder Olympus-Systemkamera. Genau, also auch wenn du noch eine Pen EP1 hättest, also die MFT-Kamera von Olympus, auch die würde dort angedockt funktionieren. Auch das wäre machbar. Ja. Gut, okay, damit sind wir mit dem Objektiv durch. Wenn ihr noch Fragen habt zum Objektiv, immer noch mal raus dazu. Wir schauen immer noch in den Chat mit rein, beziehungsweise wir lassen schauen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir gute Kollegen hier haben, die uns zur Seite stehen, die nicht nur die Kamera umschalten, sondern eben auch den Chat beobachten und uns dementsprechend immer die aktuellen Informationen und Fragen mit reinsetzen. Gut, damit gehen wir weg von dem Objektiv. Oder habe ich irgendwas übersehen, was du noch sagen möchtest? Nein, wir haben, glaube ich, alles erklärt, gezeigt. Dann nehme ich weg. Jetzt sind wir dran, jetzt müssen wir nur noch liefern. Das stimmt allerdings. Das stimmt. Wer übrigens, kleiner Tipp noch am Rande, wer morgen in Berlin ist, Entschuldigung, aber der muss jetzt sein, der kann gern bei den Kollegen von der Meier am Welser Platz, nee, Victoria-Luise-Platz, Welser Straße ist es, verwechsel ich immer, schönen Gruß nochmal, vorbeischauen, der Nils. Wird mit Unterstützung von unserem Danny dort vor Ort sein und ihr werdet dort auch das Objektiv, dieses eigene Objektiv, dann auch in die Hand bekommen können. Und Nils wird dort auch nochmal Frage und Antwort stehen. Gut, dann kommen wir ganz kurz zum Thema Firmware-Update. Ja, sehr gerne. Firmware-Update haben wir etwas angekündigt, hat Olympus etwas angekündigt. Und zwar Veröffentlichung am 3. Dezember 2020 um 3 Uhr morgens in Hamburg. 3 Uhr morgens? Wir stehen so früh auf. Die Firmware. Die Firmware, stimmt. Und zwar EM1X bekommt die Version 2.0, EM1 Mark III bekommt die neue Version, EM1 Mark II und die EM5 Mark III. Wir haben also hier, wir nehmen jetzt nun mal die X in erster Linie mal heraus. Und haben bei der X eine Vogelerkennung, eine Biff-Erkennung mit drin. Nee, Biff ist eigentlich falsch, ne? Es ist eine Bird Detection. Weil Biff heißt, egal ob der sitzt oder fliegt. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja. Also nicht nur, das habt ihr vorher vielleicht gesehen, bei dem Fischreiher, der dort geflogen ist oder gesessen, beides wurde erkannt. Und es ist auch übrigens egal, ob das jetzt ein großer Greifvogel ist oder ob das ein kleiner Singvogel ist, ob das eine wohlgenährte Ente, Gans ist, die vielleicht vor Weihnachten noch nicht mehr fliegen will, oder Schwäne. Es wird alles erkannt, was Gefieder hat, was einen Schnabel hat und was in die Kategorie Vogel integriert ist. Ja.
Was ganz, ganz wichtig ist bei der Vogelerkennung, sie darf sich durch nichts stören lassen. Und das sind zwei schöne Beispielbilder. Wir haben einmal links natürlich die Wiese im Vordergrund, die eigentlich stört, aber die Kamera erkennt automatisch, dass dort hinten der, was ist denn das für ein Vogel? Papageientaucher. Ah, danke schön. Und deshalb ist Nils hier, der kann mir das sagen. Papageientaucher. Ach, genau, und kein Goldkehlchen. So, rechts haben wir noch einen anderen Vogel, aber auch hier gilt, was ist im Vordergrund zu sehen, und das sind eben kleine Ästchen, kleine Blüten oder sonst irgendwas. Und klassischerweise würde eben dieser Fokus, egal welcher Autofokus unterwegs ist, auf diesen Vordergrund springen, aber nicht die Bird Detection. Und die Bird Detection ist eben so ausgelegt, dass sie direkt uns in die Lage versetzt, dass wir sofort auf den Vogel gehen können. Es wird angezeigt durch den weißen Rahmen. Genau. Wie viele Vögel kann er erkennen gleichzeitig? Maximal 8 Vögel, und die Kamera geht immer auf den Vogel, der am nächsten zur Kamera dran ist. Dementsprechend, wenn ich also 20 Vögel habe, muss ich mich auf 8 konzentrieren. Ja. Okay, gibt's irgendwie eine Idee, welche Parameter man am besten einstellt? Alle Autofokusfelder oder nur eins? Das testen wir jetzt selbst noch aus, weil wir haben die Firma ja auch erst seit ein paar Tagen. Das ist eine Beta-Version noch, also da wird noch im Hintergrund dran geschraubt. Und man kann alle Felder aktivieren, das ist kein Problem. Und gerade bei diesem Motiv, was wir eben gesehen haben mit dem Papageientaucher, ja, die Kamera würde auch, wenn alle Felder aktiv sind, explizit auf diesen Vogel gehen. Und zwar in der Reihenfolge erst auf das Auge, wenn möglich, dann auf den Kopf, mhm, und dann auf den Körper. Also die drei Parameter fährt sie quasi ab. Sie fängt mit dem weißen Rahmen an, dass sie sieht, aha, sie hat überhaupt etwas Kompatibles erkannt, und dann wechselt sie auf den grünen Rahmen und dann beißt sie sich quasi fest. Genau, ganz, ganz wichtig ist natürlich erstmal die Einstellung. Continuous Autofocus mit Tracking-Funktion. Ja. Kleiner Joke am Rande, ich habe die Firmware bekommen, habe sie aktiviert und dachte mir, wieso funktioniert die nicht? Gut, es hat nicht ganz so lange gedauert, bis ich drauf kam, ich muss ja Tracking-Funktion aktivieren. Dann, also ihr seht, auch mir nach ein paar Jahren Olympus passiert es doch mal. Deshalb Continuous Autofocus mit Tracking-Funktion, und meine Idee für euch, aktiviert alle Felder. Macht alle Felder aktiv und die Kamera wird euch überraschen, wie schnell die vor allem die Vögel erkennt. Ich habe fünf Bilder mit dabei, um die nochmal zu zeigen. Erstmal zwei von den Kollegen aus Spanien, Javier und Marissa. Ein Adler? Ein großer Greifvogel mit schwarzen Endfedern. Schön im Flug, 183er mm, also auch hier eben nicht die Endbrennweite oder Anfangsbrennweite. Dann habe ich noch eins direkt im Flug, das finde ich total faszinierend, so dass ihr eben auch wirklich erkennen könnt, die Kamera ist wirklich extrem flott. Auch hier eine sehr kurze Verschlusszeit natürlich, weil wir brauchen die, um den Vogel ja auch sehr stehend im Flug zu erwischen zu können. Und dann habe ich jetzt noch ein paar, die mir am Sonntag vor die Linse kamen. Das ist ein sogenannter Fischadler. Achtung, kein Seeadler, sondern ein Fischadler. Seit Sonntag kenne ich auch den Unterschied. Das erkennt man am Kopf. Ja. Das wusstest du schon, schade. Ach, jetzt dachte ich, ich könnte einmal einen raushauen. Na gut. Also, der war auf jeden Fall sehr, sehr ergiebig. Konnte mich also an dem schon ein bisschen austoben. Dann ein paar sehr wohlgenährte Schwäne, die direkt auf mich zukamen. Und auch da gilt wirklich, der Fokus hat sich auf die festgesetzt und es gab überhaupt kein Entkommen mehr für die. Da muss man wirklich sagen, also für mich, obwohl ich sehr viel auch Vögel fotografiere, am liebsten Kraniche in Zingst, da hat sich einiges getan und es macht alles etwas leichter und einfacher. Und zu guter Letzt aus dem Bereich der Fischreiher, der direkt über dem See nochmal unterwegs war. Auch hier seht ihr im Hintergrund, gibt es ein paar Vögel, auch die in der Luft sind oder auf dem Wasser. Und auch hier hat die Kamera den vorderen Vogel und den wollte ich ja in dem Moment auch, den Fischreiher, direkt erwischt. Okay, wir haben bei dem Update auch immer wieder mal die Frage, wie funktioniert dieses Update? Wie muss ich denn updaten überhaupt? Also wenn es jetzt ein neues Update gibt, egal ob das jetzt für die Kameras oder fürs Objektiv, was muss ich tun?
Ich nehme meine Kamera, ich nehme das kompatible USB-Kabel, was zum Lieferumfang gehört, stecke das in meinen Rechner, wähle den Olympus Workspace, die Olympus Workspace Software, gehe dann auf die Funktion Kamera Update und dann wird das Update erstmal gecheckt. Da wird auf dem Server in Japan nachgeschaut, ob ein neues Update vorhanden ist und dann wird das Update auf die Kamera draufgespielt. Was passiert, wenn wenn die Inhaltsleitung zusammenbricht? Passiert eigentlich gar nichts, weil das Update wird erstmal komplett auf die Software geladen. Auf den Rechner. Auf den Rechner. Mhm. Und erst dann quasi auf die Kamera überspielt. Und das ist eigentlich der einzigste kritische Moment, wo die Stromversorgung erhalten bleiben soll. Deswegen sagen wir auch durch so kleine Pop-up-Fenster am Anfang des Updates immer, stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist oder dass die Kamera am Netzgerät hängt. Weil das ist der kritische Moment, aber ansonsten kann eigentlich nichts passieren. Wobei der kritische Moment noch gar nicht das Rüberspielen ist, sondern erst sobald die Kamera sagt oder die Software, die sagt, Achtung, jetzt starte ich das Update. Ja, da kommt auch ein ganz großes Pop-up-Fenster. Genau. Kamera nicht bewegen, keinen Knopf mehr drücken, bitte kein Kabel abziehen. Und vor allem nicht den Akku rausziehen. Das wäre ganz fatal. Gut, aber dazu muss man sagen, ich persönlich habe es erst einmal, wirklich einmal erlebt in all den Jahren, dass ein Kunde zu mir kam und sagte, das wurde zerschossen. Es kam dann raus, sein Akku war nicht geladen. Der Akku war einfach dann leer. Ja. Und es war ein großes Update. Das heißt eben so ein Sprung von 1,0 auf 2,0. Und das dauert ein bisschen länger. Dementsprechend sollte man nur darauf achten, dass der Akku einfach voll ist. Ja. Und dann passiert da überhaupt nichts. Warum macht man es nicht, wie der ein oder andere Hersteller, über SD-Karten? Ist das zu kompliziert? Ist nicht kompliziert, das ist einfach eine Firmenrichtlinie von Olympus und es wird ja auch über das Update werden ja auch Informationen eingeholt, zum Beispiel über den Zustand der Kamera. Wir wissen also genau, welche Einstellungen zum Beispiel häufig genommen werden, die auch dazu führen, dass wir dann auch mehr wissen, wie die Einstellungen draußen genutzt werden. Mhm. Und es hat auch Sicherheitsaspekte. Also ich habe es immer verglichen mit dem Fehlercode vom Auto. Ja. Wenn ich zur Inspektion fahre, wird ja immer der Fehlercode vom Auto erstmal ausgelesen und im Grunde machen wir beim Firmware-Update für die Kamera nichts anderes. Es wird der Fehlercode ausgelesen und dementsprechend weiß man natürlich, was man vielleicht bei den Firmware-Versionen für den kommenden folgend sind, genau, dass man die noch mit einbauen kann oder sollte. Das war eigentlich die Information, die mir so vorlag. Es ist aber kein Hexenwerk, das muss man ganz klar dazu sagen. Und wenn ihr sagt, das ist mir zu kompliziert, will ich lieber doch nicht, kommt zum Fotofachhandel. Die Kollegen machen das sehr gern für euch. Ja, also vielleicht nehmen sie den einen oder anderen Obolus, was auch verständlich ist. Aber prinzipiell, wenn ihr also da nicht sicher seid, fragt euren Fotohändler, ob er das mit absolvieren kann. Aber normalerweise wird es durch die Software so erklärt, dass eigentlich nichts passieren kann. Ja. Und man sollte nur sicherstellen, dass der Akku geladen ist. Genau, die wichtigste Geschichte. Wenn die Internetverbindung zwischendrin abbricht, braucht ihr euch keine Gedanken machen. Wenn das Überspielen vom Rechner auf die Kamera unterbrochen wird, braucht ihr euch auch keine Gedanken machen. Sondern erst wenn die Kamera anfängt, die Software auf ihrer Speicherkarte bzw. auf ihrem RAM zu entpacken und zu bearbeiten, dann sollte man eben die Kamera nicht mehr betätigen. Gut. Dann haben wir die Frage zum Bird Detection. Geht das mit allen Objektiven? Mit allen Olympus-Objektiven, ja. Mit allen Olympus-Objektiven. So, und jetzt kommt, Achtung, meine Frage schlechthin. Auch mit den alten? Mit den FT-Objektiven? Ja, du würdest mich das nicht fragen, wenn du es nicht ausprobiert hättest. Ne? Ja, es geht. Hast du es ausprobiert? Ich nicht, aber du. Genau, danke. Ja, ich habe es ausprobiert, genau. Also irgendwie wollte ich es unbedingt wissen, habe zwei Objektive aus meinem Museum rausgeholt und habe die angestöpselt und die haben beide bei der Vogelerkennung auf Erkennung umgeschaltet. Also funktioniert 1A. Dann dachte ich mir, okay, jetzt probierst du es auch noch mit einem andersnamigen, kann man das so sagen, andersnamigen MFT-Objektiv, also nicht Olympus, sondern etwas anderes. Da gibt es ja ein paar Hersteller. Und bei diesem Hersteller hat es auch funktioniert. Also ich gehe davon aus, dass es bei allen MFT-Objektiven, die direkt angesteckt werden, ohne Adapter, funktioniert. Und bei FT-Objektiven hat es, wie gesagt, auch funktioniert. Gut, wann kommt es genau? Haben wir gerade eben schon gehabt. 3. Dezember. 3. Dezember, ja.
Morgens, ja, um 3 Uhr. Morgens um 3 Uhr. Ja. Genau. Und dann gibt es natürlich die Frage, warum gibt es schon Fotografen da draußen, die diese Software, diese Bird-Erkennung schon haben auf ihrer X, wenn es doch noch gar nicht frei verfügbar ist? Hat jetzt mehrere Gründe. A, müssen wir natürlich eine Software testen. Ja, wir müssen also auch schauen, ob das, was sich unsere Ingenieure im Labor ausdenken, was unter Laborbedingungen immer gut funktioniert, auch in der freien Wildbahn funktioniert. Dann brauchen wir natürlich, wenn wir eine neue Firmware vorstellen, auch Bilder. Also wenn wir jetzt nur einen Text auf unserer Internetseite abbilden, wäre das ein bisschen langweilig zu lesen. Also müssen wir natürlich aussagekräftige Bilder präsentieren. Und das erklärt auch vielleicht die Meinung, warum momentan so viele Vogelbilder auf unseren Webseiten zu sehen sind. Weil wir natürlich auch sagen, wir haben jetzt mit der EM1X eine Kamera, die das erste Mal eine Bird-Detection-Funktion bekommen hat. Mhm. Auf die wir auch sehr lange gewartet haben. Wir haben ja schon, als wir die X im Januar 19 vorgestellt haben, angekündigt, dass da waren ja schon Objekterkennungen drin, wie Motorsport, Züge und Flugzeuge. Ja. Und das nächste wird dann quasi die Vögelerkennung sein. Und jetzt haben wir November 2020, also im Dezember kommt sie dann. Also hat noch ein bisschen länger gedauert, hat aber auch ein paar andere Gründe, auch liegt auch ein bisschen an der Pandemie. Aber lange Rede, kurzer Sinn, aus diesem Grund gibt es natürlich Fotografen weltweit, die mit uns zusammenarbeiten, die eine Vorabversion dieser Software bekommen, die dann losgelassen werden sozusagen, nach ihrer Art zu fotografieren, diese Software dann testen und uns Feedback geben. Wichtig ist natürlich zu sagen, die Firma, die aktuell getestet wird, ist noch eine Beta-Version. Habe ich vorhin schon mal gesagt. Genau, ja. Ist also keine finale Version. Deshalb kann es also da sogar noch zu einer Steigerung der Funktionalität kommen, aber ja, das nur am Rande. Wichtig ist nur zu wissen, das ist erstmal die Basis. Also Beta-Version ist nicht die Finale, die nachher wirklich auf dem Markt dann überspielt wird. Genau. Ganz wichtig. Und die wird man nicht einfach so raushauen, sondern man wird erstmal testen. Genau. Dafür sind wir in der glücklichen Lage, dass wir es testen dürfen. Vielen Dank. Warum allerdings gibt es BirdEye nur bei der X und nicht bei der ehemals Mark III? Diese Frage kennst du. Aber trotzdem möchte ich sie nochmal beantwortet haben. Die Frage kenne ich, klar. Und die EM1X ist die einzigste Kamera zurzeit, die mit zwei Prozessoren, zwei Trubic 8 Prozessoren arbeitet. Und dieses Bird Detection AF Funktionspaket, das ist ein langes Wort, ist sehr, sehr rechenintensiv. Und das arbeitet ja auch mit Deep Learning. Das heißt, die lernt quasi beim Fotografieren dazu und die braucht einfach die Rechenpower und die bietet zurzeit nur die EM1X mit ihren zwei Prozessoren. Da gibt es jetzt die Frage auch nochmal von Gabriele. Wieso kann die X Augenerkennung bei den Vögeln und ist nicht auf dem Niveau der EM1 Mark III beim Menschen bezüglich Gesicht, Augen und Gesichtsauswahl? Achso, genau, warum hat die X nur die Augenerkennung bei den Vögeln, wenn ich das mal so übersetzen darf, Gabriele? Und nicht die Gesichtserkennung mit Augenpriorität wie bei der ehemals Mark III. Also erstmal freuen wir uns, dass wir die X soweit bekommen haben, dass sie jetzt die Vögel in unseren Augen nahezu perfekt erkennt. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, dass die Kamera bis zu 8 Vögel gleichzeitig erkennen kann, wo sie dann schon quasi den nächsten favorisiert. Mhm. Und ich nehme jetzt diese Frage sehr gerne auf, weil bei der EM1 Mark III haben wir ja die Möglichkeit, wenn mehrere Personen parallel erkannt werden, kann man dann mit dem Einstellrad quasi sehr schön eine kompatible Person auswählen. Und ich sage es einfach so, das wäre jetzt Chapter 2 von einer Weiterentwicklung der Firmware, dass wir vielleicht bei zukünftigen Updates auch eine Wahlmöglichkeit bekommen könnten, um vielleicht andere Vögel auszuwählen. Das ist eine Sache, das muss jetzt der Markt zeigen. Wir lassen die Firmware jetzt am 3.12. auf die Menschheit los, sozusagen. Freuen uns dann über viele aussagekräftige Bilder, die dann im Netz auftauchen. Freuen uns über das Feedback und das geben wir an unsere Entwicklungsingenieure in Tokio weiter und dann schauen wir mal. Gut, das heißt zu Bird Detection und die Thematik Bird Detection ist natürlich wirklich so, dass zurzeit ganz viel bei Olympus nur Vögel. Aber man kann alles andere weiterhin fotografieren mit Olympus, also ganz, ganz wichtig. Deshalb gab es auch vorher diese Frage, weil eben das 150-400 mit der EM1X und nur Bird Detection immer erwähnt wird, ob es denn eben mit anderen Objektiven auch funktioniert. Bird Detection hat nichts mit dem Objektiv zu tun, sondern es funktioniert mit allen Olympus-Objektiven und das 150-400 funktioniert mit allen anderen Kameras. Ganz wichtig. Gut, soviel zur
Bird Detection. Ich hoffe, dass wir da jetzt alles erklärt und erläutert haben. Aber es war ja nicht alles, was Olympus bei dieser Software mit draufpackt oder bei dieser Firmware, sondern es gibt auch noch einen RAW-Video-Ausgabemodus. Der wurde sehr stark immer angefragt. Warum habt ihr das noch nicht? Wann kommt das? Und jetzt ist es da. Und zwar in Verbindung mit dem Atomos Ninja 5, den ich durch Zufall, lieben Gruß nach Hamburg, der Michael hat mir den glorreicherweise geschickt, damit wir den eben auch mal zeigen können. Und wir haben also hier den Atomos mit aufgesetzt, wird über ein HDMI-Kabel direkt angestöpselt und ihr geht dann statt Monitor-Modus oder Speichermodus, gibt es die dritte Variante, den RAW-Modus an. Und beim RAW-Modus, vielleicht gehen wir dann nochmal ganz kurz zurück auf die Folie, ja, beim RAW-Modus könnt ihr jetzt eben 4K bzw. Cinema 4K mit den schon voreingestellten Bildwiederholraten, 30, 25 oder 24 Bilder pro Sekunde, Seitenverhältnisse 16:9 bzw. 17:9 und jetzt kommt ganz hinten eigentlich das, was den Film am meisten interessiert, HDMI-Output ist in 12-Bit. Das ist das, was eigentlich alle gefragt haben. Wann können wir in höhere Bitrate die Qualität haben? Nun sind wir in der glücklichen Lage, dass wir hier einen Output bekommen in RAW mit 12-Bit. Und das Ganze eben direkt auf den Ninja Atomos 5, der über eine SSD-Speicher, also eine Festplatte verfügt und dann die Bilder, auch die Filme direkt hier abspeichert. Nicht auf die Karte, sondern direkt auf den Atom. Auf dem Gerät, ja. Genau. Das Ganze, ich habe jetzt hier nur den über Strom angestöpselt, weil mein Akku gerade vorher mal kurz schon, und da war es, ne? Firmware-Update, achtet auf den vollen Akku. Zum Glück habe ich aber hier noch ein Netzteil, kann aber natürlich jetzt nur hier am Tisch bleiben. Gut. So viel zu dem Thema, was für Firmware-Updates, was für eine Möglichkeit noch mit integriert ist. Und was wir noch Zusätze mit drin haben, ist eine erweiterte Stabilisierung im Videobereich. Ja. Vielleicht kannst du dazu kurz erläutern, was wurde dort verändert? Also das Thema Video kam bei Olympus lange Zeit erst an zweiter Stelle, weil wir in erster Linie ja ein Fotounternehmen sind. Aber wir wissen, dass im Zeitalter von Multimedia, Livestream, Netflix, YouTube, die ganzen Online-Kanäle, sehr viel mit dem Thema Video gemacht wird. Da waren die Anfragen vom Markt dementsprechend da, das macht doch mal bitte mehr in Video. Hier haben wir eine Lösung jetzt gezeigt, dass wir auch jetzt RAW-Videos können, in der sehr hohen Qualität, im 12-Bit-Modus. Wir filmen in 4K, wir filmen in Cinema 4K mit 237 Megabit pro Sekunde Auflösung. Und da kommt es sehr auf eine extrem wacklungsfreie Kamerahaltung an. Und Video heißt bewegte Bilder, heißt auch schwenken. Und die Kamera muss halt auch einen Schwenk erkennen. Mhm. Und das war halt bis zum 2.12. das Problem, dass die Kameras die Schwenks nicht richtig erkannt hat und quasi dagegen stabilisiert hat. Und da waren so leichte Zitter. Vibrationswellen im Video. Mhm. Und die werden jetzt mit dieser neuen Firmware quasi abgestellt. Also ist mir nie wirklich aufgefallen, aber im professionellen Bereich gab es sicherlich den einen oder anderen. Ich glaube, es geht um auch schnellere Schwenks, nicht dieses normale langsame, sondern eben um etwas schnellere Schwenks. Ja, hier geht es wieder um das Thema Mobilität. Man will ja Action-Videos auch drehen, wo man wirklich mal schnelle Schwenks machen muss. Ja. Und ich sage mal so, die professionellen Filmer, die schauen sich ja jedes Detail vom Bild an. Und die schreiben ganz lange Mails, was sie da alles verbessern wollen. Und wir haben jetzt schon wieder neue Mails bekommen, was in Zukunft noch bitte alles implementiert werden soll. Also die Arbeit geht uns nicht aus. Sehr gut. Wollen wir mal hoffen, dass euch die Arbeit nicht ausgeht, damit wir immer noch ein bisschen was zu erzählen haben. Gut, dann natürlich noch ein zusätzlicher Punkt, der Fokus-Distanz-Indikator, den wir jetzt zusätzlich bekommen haben. Den findet ihr hier auf diesem Bild in dem Bereich hier. Lieber Nils, warum baut man das hier ein? Jetzt hat er mich geschlagen. Nein! Was hat es damit auf sich? Das ist einfach jetzt eine sehr schöne Anzeige, wo sich der Fokus gerade befindet. Wir haben auf der rechten Seite sehen wir die Blume, was immer für Naheinstellung steht. Und auf der linken Seite sehen wir den Berg, was für Unendlicheinstellung steht. Und jetzt wissen wir halt ganz schnell, in welche Richtung wir quasi das Objektiv drehen müssen, wenn wir fokussieren. Genau.
Dieser Fokusindikator wird auch mit der Firmware, mit dem Firmware-Update dann mit überspielt auf die E-M1X. Wir kommen aber gleich nochmal zur Übersicht, welche Kameras haben einige Kameras bekommen. Ja. Genau, richtig. Haben einige bekommen. Und zwar habe ich hier einmal die Übersicht. Vielleicht können wir die auch nochmal ganz kurz drauf spielen. E-M1X seht ihr, bekommt alle Punkte: Bird Detection, Autofokus, den RAW Data Video Output, sprich die Kombination mit dem Ninja 5 Atomos. Dann die Unterstützung Focus Stacking mit dem 150-400. Das ist eben der Punkt, damit ihr Focus Stacking, sprich Makroaufnahmen beispielsweise, mit allen vier Modellen danach umsetzen könnt. Die verbesserte Videostabilisierung bekommen auch alle vier Kameras. Und die Anzeige vom Fokus-Distanz-Indikator bekommt die EM1X und die EM1 Mark III. Genau. Ich denke, damit haben wir die Update-Geschichte ganz gut schon mal abgedeckt. Update abdecken. Falls euch irgendetwas fehlt in der Firmware, schreibt's rein. Lasst uns wissen, wenn Olympus hier noch zusätzlich etwas nachordern sollte. Klassische Frage ist natürlich, wann kommt das nächste nach Bird AF, nach Bird Detection für die X? Das ist so die nächste Frage, die natürlich kommen wird. Lieber Nils, was kommt als nächstes? Die ich heute jetzt sehr gerne nicht beantworten möchte, weil ich sie nicht beantworten kann. Aber wir freuen uns natürlich auf Zuschriften, was noch gewünscht wird. Wir haben ein paar Ideen natürlich, wie es weitergeht, aber wir wollen uns dann noch häufiger treffen für unsere Streams und dann reden wir über Neuheiten. Okay, das zum Thema Firmware Update. Was wir natürlich jetzt noch uns anschauen wollen, ist, was gibt es für Aktionen bei Olympus? Und da gibt es jetzt ganz neu zwei verschiedene Aktionen. Einmal die Information, dass es bei der EM1X beim Kauf ein Punktvisier dazu gibt. Und dieses Punktvisier, das ist bei uns intern im Team, ganz ehrlich, das geliebteste Objekt, das es überhaupt nur gibt. Ein Produkt, was auf jede Kamera, auf jedes Modell passt, übrigens auch auf jeden anderen Hersteller. Was macht es denn? Was macht es denn? Was macht dieses Punktvisier so Besonderes? Ja, es handelt sich ja quasi um ein kleines, feines Zielfernrohr, wo man, gerade wenn man sich im Supertele-Bereich aufhält, teilweise ist es sehr schwierig, das Motiv überhaupt zu finden. Das kennt man vielleicht, wenn man durch ein starkes Fernglas schaut. Mit dem bloßen Auge kein Problem. Sobald man durchs Fernglas schaut, wo ist mein Objekt? Dafür haben wir dieses Punktvisier entwickelt, was auch wie die Kamera zum Beispiel ehemals X Spritzwasser geschützt ist. Also man kann es auch draußen wirklich im Regen einsetzen. Und das Schöne ist, Erik hat es gerade gesagt, es passt auf jede Kamera, auch wenn nicht Olympus draufsteht. Was? Weil es kommt hier oben in den Blitzschuh oder es gibt so kleine Haltepunkte, wo man es dann auch seitlich ansetzen kann. Man kann es dann auch nivellieren, dass es quasi in der optischen Achse von der Optik liegt. Also ein Zubehörteil, was eigentlich jeder Fotograf mit sich führen sollte. Es ist auch bezahlbar, es liegt um die 100 Euro. Ja. Also absolut okay, hat eine eigene Stromversorgung. Also du kaufst jetzt die X, dann kriegst du es umsonst dazu. Außer man kauft eine X, dann kriegt man es dazu geschenkt. Genau, also ein Must-Have. Ein Must-Have. Ich habe es mal zusammengebaut, damit was mit dem 150-400 und es wird im Grunde nur aktiviert, indem ich den Open-Schalter betätige. Dann klappt das Ganze nach oben und sobald ich es eingeschaltet habe, bekomme ich ein rotes Leuchtsignal, so ein Fadenkreuz. Ja. Dieses stelle ich einmal im Grunde auf die größte Brennweite, synchronisiere es im Endeffekt. Synchronisieren? Nivellieren. Nivellieren. Nivellieren ist, glaube ich, das bessere Wort dafür, genau. Einmal auf eine sehr, sehr weit entfernte, sehr weit entferntes Motiv, damit ich im Monitor und in dem Punktvisier dasselbe Motiv dann deckungsgleich habe. Und dann kann ich eben nicht nur über den Monitor und auch über den Sucher, sondern eben auch direkt hier über das Punktvisier dann eben auch verfolgen. Und das ist eben gerade, und jetzt kommen wir doch wieder auf die Vögel zu urteilen, bei Vögeln eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Wenn die auf dem, wenn wir den Adler zum Beispiel nehmen, den wir vorher hatten, der bleibt zwar auf einer Ebene, geht mal ein bisschen rechts, geht mal ein bisschen links, aber irgendwann stürzt er ab und sucht sich seinen Fisch in dem Moment. Und dann ist es natürlich viel einfacher, über dieses Punktvisier ihn zu verfolgen.
und nicht über den Sucher oder über den Monitor. Da verliert ihr ihn relativ schnell. Und über das Punktvisier habe ich eben den großen Vorteil, dass ich bei sehr schnell bewegten Objekten dann auch mein Motiv behalten kann. So viel zum Punktvisier. Wenn ihr sagt, ich habe aber schon eine E-M1X, dann könnt ihr den auch, wie gesagt, einzeln kaufen. Gar kein Problem. Oder eine zweite Kamera dazu. Oder eine zweite Kamera, genau, auch das ist machbar. Gut, wer jetzt sagt, nee, Kamera, ich habe schon eine X und ich habe vielleicht auch schon das Punktvisier, dann gibt es bei den Objektiven eine Cashback-Aktion. Auch die, okay, ganz kurz noch erwähnt. Seit dem 17.11. alle beide Aktionen bis zum 15. Januar terminiert. Und zwar gibt es 150 Euro Cashback für die linken Objektive und 75 Euro Cashback für die rechten Objektive. Und da gab es, glaube ich, beim letzten Livestream die Frage, warum nicht für das 100-400 mm ein Cashback? Es gab auch die Frage, auch warum nicht für das 40-150 Pro, Lichtstärke 2,8, ein Cashback. Wir machen das ganze Jahr über Cashback-Aktionen und eine Cashback-Aktion muss aber auch zu unserer ganzen Situation passen. Und speziell nehmen wir mal das 100-400 mm Objektiv, da haben wir eh schon extrem hohe Lieferfristen von über 8 Wochen und da müssen wir diese Situation nicht noch durch ein Cashback weiter anheizen. Verständlich. Übrigens, die Nachfrage nach dem Cashback fürs 150-400 erübrigt sich, weil die Aktion ist nur bis 15. Januar und Auslieferung ist ab 21. Januar. Also fragt bitte nicht so etwas. Ja, das wäre terminmäßig gar nicht machbar. Gut, soviel zum Thema Aktionen. Dann wollen wir noch mal einen ganz kurzen Ausblick auf das, was noch kommt bei aktuell Olympus. Ja. Und zwar haben wir noch unsere Roadmap. Die ist noch aktuell vom Juli, aber auch gilt heute auch natürlich noch. Die gilt heute auch noch, da gab es keine Änderung. Das ist auch schon der erste schöne, positive Aspekt von der Zukunft, die uns jetzt allen bevorsteht. An der Roadmap wurde nichts geändert. Ja, wir haben ja ab 1.1. eine neue Firma mit einem neuen Inhaber, JIP. Aber ihr werdet nicht JIP heißen, nein, sondern... Du weißt es besser als ich, du sprichst es immer so schön aus. Ich spreche es immer so schön aus. OM Digital Solutions. OM Digital Solutions, genau, das ist der neue Firmenname. Aber auch da gab es ja schon die wildesten Gerüchte. Steht das jetzt vorne auf der Kamera drauf. Also wir haben eine sehr lange Zeit, haben wir den Namen Olympus und den Namen OMD natürlich weiter auf den Produkten stehen. Also für den Endkunden ändert sich erstmal gar nichts. Es ändert sich nur der Firmeninhaber. Und der hat aber schon quasi die Roadmap, wie wir sie eben gerade kurz gesehen haben, auf Deutsch abgenickt. Also es gibt da keine negativen Änderungen. Wir haben sogar schon interne Überlegungen für weitere Objektive und da wird noch in den nächsten Jahren sehr viel auf uns zukommen. Verrat nicht zu viel. Wir wollen aber ganz kurz, obwohl wir echt überziehen, also wir machen hier den Thomas Gottschalk gerade, den wollten wir das gar nicht so machen. Aber wir wollen mal ganz kurz mal auf die Roadmap blicken. Und dort haben wir oben rechts, seht ihr das 150-400. Das ist jetzt da. Im unteren Bereich das 100 bis 400 mm. Und wenn ihr orange anguckt, das sind alles Objektive, die geplant sind für die Zukunft. Gold ist schon da. Und auch grau ist da. Ja, also nicht überraschen lassen, grau heißt, das ist die M-Suico Standardvariante. Dort geht es um kompakte, preislich interessante Objektive. Und die M-Suico Pro Objektive sind natürlich, ich übersetze es mal in meine klassische schnelle Sprache, schnell, lichtstark und super scharf. Ist das okay? Goldig einfach. Goldig, genau. So, und hier bekommen wir in absehbarer Zeit eben, wir nehmen mal das, was schon bekannt ist, das 8 bis 25 mm mit 4,0er Lichtstärke. Das wird nicht mehr dieses Jahr kommen. Oh, das tut mir leid, dass ich jetzt vielleicht dem einen oder anderen sein Weihnachtsgeschenk kaputt gemacht habe. Nein, es kommt definitiv nicht mehr dieses Jahr. Das erwarten wir so Stand heute für den Sommer 2021. Okay, und dann stehen aber hier auch noch drei Tele-Zoom-Lenses. Ja. Und hier im unteren Bereich noch ganz breite Banner, Bright Prime Lenses und ein Makro-Objektiv. Das ist ganz lustig. Wir können bei dem Makro-Objektiv, das steht irgendwo zwischen 90 und 105, 110 mm. Und alle reden immer nur von dem 100 mm. Finde ich total lustig, weil kein Mensch weiß bisher, wie viel Millimeter es wirklich gibt.
welche Lichtstärke es hat. Es laufen Wetten, ja? Ja. Übrigens auch zwischen uns beiden läuft eine Wette. Ich sage nicht welche. Die ist nicht so teuer, zumindest nicht für mich, weil ich gewinnen werde. Aber unabhängig davon, es wird irgendwo um die 100 mm sein. Auf Kleinbild um die 100, habe ich ja gesagt. Ja, 90 oder 105. Ich habe da natürlich immer die Makroeinstellung als Makrofotograf. Ich brauche etwas Längeres als 60 mm und deshalb freue ich mich, ich persönlich mich tierisch auf dieses Objektiv. Egal ob das 90, 95, 100, 105 oder 110 mm sind. Von mir ist auch 102,8. Auch das lasse ich durchgehen. Ja? Hauptsache um die 100 mm, damit es passt. Die Frage ist natürlich, warum gibt es jetzt diese drei Tele-Zoom-Lenses? Vielleicht willst du da so eine philosophische Antwort dafür geben? Die muss es aber sehr philosophisch sein, weil diese Objektive sind ja noch nicht angekündigt. Also es sind definitiv Objektive in der Pro-Klasse, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Die werden also Staub- und Spritzwasser geschützt werden, die werden über eine ordentliche Lichtstärke verfügen und weitere schöne Details. Und sie werden interessante Brennweitenbereiche abdecken und jetzt darf man spekulieren. Also wenn ich mal meinen Senf da reinschmeißen möchte, dann würde ich ja sagen, jetzt zeigt Olympus in den langen Brennweiten, was eben machbar ist. Wir haben es beim 150-400 jetzt schon vorgemacht und werden es bei den anderen Brennweiten eben dann auch zeigen, dass man mit sehr kompakten, sehr leichten und vor allem lichtstarken Objektiven mit einer hohen Schärfeleistung sehr kompakt unterwegs sein kann. Ja, das ist das, was ich glaube, was Olympus damit macht. Ja, und das unterstreicht natürlich auch unseren Gedanken, warum wir bei Micro Four Third bleiben, weil der Markt der Kameras hat sich vehement geändert. Sehr viel wird mittlerweile über die Smartphones, Handys abgedeckt. Die können auch machen, muss man fairerweise sagen, gute Fotos. Sie können relativ gut Normalbrennweiten. Sie können relativ gut Weitwinkelbrennweiten. Wo sie Schwierigkeiten haben und definitiv noch mehr Schwierigkeiten bekommen, ist im Telebereich, Super-Telebereich. Das geht mit einem Smartphone nicht, weil einfach die Sensoren dafür viel zu klein sind. Auf der einen Seite können wir mit Micro Four Third Objektive bauen, die halb so groß sind wie die Kollegen von der Kleinbildfraktion. Und das werden wir speziell im Telebereich ausspielen. Sehr gut. Das ist das, was ich erhofft hatte, dass du genau das sagen wirst. Gut. Damit bin ich mit meinem Fragenkatalog durch. Eine Frage, die vor kurzem noch aufgetaucht ist, die vielleicht den einen oder anderen etwas geschockt haben möge, war plötzlich die Information, dass Olympus die Pen-Serie einstellen würde. Gibt es dazu irgendetwas zu sagen? Das ist eine definitive Information, die ich nicht tragen kann. Die nicht, keine Hand und keinen Fuß hat. Nein, also es gibt keine Informationen, die das bewahrheitet. Die einzigste Kamera, die wir nicht mehr verkaufen, ist die Pen F. Diese Frage geht auch durch alle Foren durch. Wann gibt es eine Pen F 2? Ich kann nur so viel sagen, das ist die Information, die ich habe. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen, ob oder ob nicht eine Pen F 2 gebaut wird. Aber die Pen-Kameras, die EPL 9, die EPL 8, die EPL 10, die erfreuen sich großer Beliebtheit, speziell auch bei unseren asiatischen Fotografen. Die werden weiter produziert. Okay. Also ganz, ganz wichtig, aber die Pen F ist bei euch raus. Sie wird von Olympus nicht mehr produziert und Stand heute ist sie auch bei uns raus. Okay. Also jetzt wird es wirklich ein Sammlerstück werden, weil das ist eine der schönsten Kameras, die wir je gebaut haben. Und ich habe jetzt auch noch eine gekauft. Und ja. Mein absolutes Lieblingsmodell für immer dabei, ja. Bin ich ganz ehrlich. 17 mm als 8 drauf und ihr könnt das Ding immer dabei haben. Ist aber, müsst ihr schnell sein. Sonst ist es beim Händler auch weg. Ja. Und dann gehen die Gebrauchpreise nach oben. Gut, und zwar über Neupreis. Haben wir auch schon mal alles erlebt. Okay, so, aus dem Chat kommen keine Fragen mehr, wenn ich das richtig aus dem Augenwinkel sehe. Dementsprechend sage ich, vielen lieben Dank, Nils. Es war mir eine Freude, mal wieder einen Abend mit dir verbringen zu dürfen. Und zwar vor der Kamera. Wahnsinn, normalerweise sitzen wir um die Zeit eher hinter der Kamera. Aber es war sehr schön und wir werden das jetzt regelmäßig durchführen und zwar übermorgen nochmal. Ja, genau. Also wenn ihr übermorgen Abend noch nichts vorhabt, dann werden wir uns übermorgen noch einmal gerne, diesmal dann aber eine Stunde früher, um 18 Uhr treffen. Mal sehen, was wir in den zwei Tagen noch an neuen Informationen rauskitzeln
Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch das eine oder andere mit dazu packen können. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank, Nils, für deine Zeit, für dein Objektiv, dass du... Leider wieder mitnehme. Ich brauche es morgen bei Fotomeier. Ach ja, stimmt, okay. Das lasse ich durchgehen, ausnahmsweise, aber dann kommt es wieder zurück, weil wir brauchen es am Mittwoch. Ja, definitiv. Sehr gut. Vielen lieben Dank an euch, dass ihr auch so lange ausgehalten habt. 2 Stunden, das war jetzt gar nicht so die Absicht. Aber wenn ihr noch dabei seid, kann es gar nicht so schlimm gewesen sein. Dann sage ich auf jeden Fall vielen lieben Dank. Kommt gut nach Hause, wenn ihr nicht zu Hause seid. Danke auch an die Technik im Hintergrund, die uns hier tatkräftig unterstützt hat. 138 Leute, die die Kamera und die Regie und sonst was beaufsichtigt haben. Kommt gut nach Hause. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend.